Trader. Mit uns hast du gute Karten. Herzlich willkommen. Wir sind heute hier und haben es endlich geschafft, nach, wie viel hattest du gesagt, 30 Jahre unseres Spiels, haben es endlich geschafft, dass wir auch das Franchise des Herrn der Ringe mit abdecken können. Wir sind mittlerweile in Mittelerde angekommen. Ja, wir haben heute den Pre-Release, wir haben das ganz normal, wie immer, die Tickets dafür gebucht über die Homepage www.trader-online.de unter der Event-Sektion. Da findet ihr dann halt die Pre-Releases, die angeboten werden. Darüber hinaus dann auch andere Events wie Draft, Modern, Pioneer. Andere Spielsysteme sind natürlich auch vertreten. Ich glaube, montags oder dienstags müsst ihr immer Yugi sein und mittwochs haben wir immer Flesh and Blood. An den Wochenenden sind dann auch immer Events. Wenn ihr mitmachen wollt und auch um den einen Ring mitspielen wollt, dann schaut am besten mal nach, dass ihr dann noch ein Ticket kriegt und dann kommt ihr vorbei und spielt hier mit. Gut, leider hat noch keiner von uns den Ring gefunden, das heißt, wir legen den erstmal beiseite. Und ja, ich hatte gesagt, ich halte die Hand. Der Jörn hat sich jetzt auch dazu entschieden zu halten. Nach dem ersten Mulligan. Dann starten wir jetzt los im Spiel. Los geht's. Ich starte noch unseren Timer mit. Prima. Let's go. Es geht los, episch, oder? Ja. Allererst mal Herr der Ringe, ein bisschen Kribbeln ist ja drin, ne? Ich würde sagen, ich starte einfach in den Bergen, spiele ein Gebirge aus und dein Zug. Oh, okay, wir kennen uns auch, okay. Jetzt überlege ich, 1994. Okay, dann ziehe ich. Ja, wenn wir in den Bergen sind, dann bleiben wir in den Bergen. Ich habe auch ein Gebirge und bin fertig. Oh Mann, dann. So, Karte ziehen. Ja, dann bleiben wir gebirgig, ne? Mhm. Zweite Gebirge. Und ich würde dann jetzt einfach mal den Plünderer in Moria rausbringen. Doppelschlagkreatur, ein Goblin. Mhm. Ja, immer wenn ein Goblin oder Ork, den ich kontrolliere, einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Mit 1-1 ist es nicht so ganz die krasse Bedrohung bisher. Ah. Und dann wäre ich fertig. Okay, aber er macht Doppelschlag, das heißt, du exilst die obersten beiden direkt. Ja, wenn er einem Spieler Kammschaden zufügt. Ja, ne? Wenn du blockst, dann... Dann nichts, aber wie gesagt, wenn ich ihn nicht blocke, dann sind es die obersten beiden. Das ist eine gute Karte. Dann ziehe ich mal ein Kärtchen. Okay. Machen wir es jetzt interessant? Oder machen wir es... Ich mache es jetzt so, dass ich einen Sumpf spiele. Und um ein Zitat mit reinzubringen, ein lebender Mann bin ich nicht. Tod dem Todlosen. Tod dem Todlosen fügt einer Kreatur meiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Sie verliert Unzerstörbarkeit. Und falls sie in diesem Zug sterben würde, schicke ich sie stattdessen ins Exil. Ich vermute, genau. Es war ein kurzer Goblin. Ja. Schön, dass er da gewesen ist. Es ist auch schön, dass Filmzitate unten im Flavortext, also in dem Flavortext auftauchen. Oder? Film, Buch? Ja, ich weiß es nicht. Es wurde sich angeblich ans Buch gehalten. Ich mach mal. Ja. Tja, was soll ich sagen? Spielen wir mal noch einen. Ja. Und dann ist dein Zug. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt einmal in meinen Zug, ziehe eine Karte. Ja, und wir haben gerade von Film und Buch gesprochen. Für 3 Mana habe ich nämlich ein Buch. Und zwar das Buch von Mazabul. Pui. Das ist eine Saga. Ja, das heißt, immer wenn ich eine Karte gezogen habe, wird da eine weitere Marke draufgelegt. Und die hat jetzt die Fähigkeit Ork auf Marsch 1. Das heißt, ich erzeuge einen Ork-Armee-Spielstein, der 0-0 ist, und lege dann dementsprechend so viel, wie bei Aufmarsch dahinter steht, an Marken drauf. Eine 1-1-Marke. Die zweite Phase ist Aufmarsch, Ork auf Marsch 2. Das heißt, dann kommen da 2 Marken drauf, dann ist sie 3-3. Und die dritte Saga, also die dritte Phase wäre, dass alle meine Kreaturen, die ich kontrolliere, plus 1 plus 0 und Bedrohlichkeit erhalten. Und dann bist du dran. Ui. Nun gut. Ah, das denn. Ich musste überlegen, aber ich habe jetzt wieder ein Bild vor Augen. Genau. Vollbart. Höchster. Ja, ja, ich musste erst überlegen, aber ich erinnere mich wieder an das denn. Ist schön. Vorbeikommen. Warum zu Hause sitzen? So. Für 4. Ja. Switche ich mal ein bisschen.
Goblins haben mir kein Glück gebracht, vielleicht läuft es mit Zwergen besser. Gimli, Zähler der Toten, verursacht Trampelschaden. Mhm. Immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, stirbt, fügt Gimli, Zähler der Toten, dem Beherrscher jener Kreatur einen Schadenspunkt zu. Immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner, also wenn eine Kreatur bei mir stirbt, kriege ich noch zusätzlichen Schaden? Yes. Das ist nicht cool. Finde ich schon. Okay. Ja. Dein Zug. Dann gehe ich in den Zug, ziehe eine Karte. Lege ich hier eine zusätzliche Marke drauf. Das heißt, ich führe Ork auf Marsch 2 durch. Das heißt, die Armee wird eine 3-3. Dann habe ich noch ein Gebirge. Und für 1, 2, 3 Mana habe ich einen Speermeister der Haradrim. Also ich bleibe quasi auf der Seite des Bösen. Das ist eine 2-3-Kreatur mit Reichweite und zu Beginn meines Kampfes erhält eine Kreatur, die ich kontrolliere, eine andere Kreatur, die ich kontrolliere. 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Und dann würde ich mich jetzt dazu entscheiden, mit dieser Kreatur anzugreifen. Combat Trigger, das heißt, der ist jetzt 4-3. Den nehme ich dann wohl. Ich mache, wie gesagt, damit der Chat das... Ah, das sind meine Lebenspunkte, sorry. Wir müssen bei deinen... Ich fand das ganz sympathisch. 4 abziehen. Ja. Und dann in meiner zweiten Hauptphase habe ich noch einen Geist der Totensümpfe. Wenn der ins Spiel kommt, darf ich Hellsicht 1 durchführen und für 3 Mana kann ich den getappt ins Spiel zurückbringen aus meinem Friedhof. Darf ich aber nur machen, wenn ich eine legendäre Kreatur kontrolliere. Okay. Hellsicht 1. Ich entscheide mich dazu, die Karte drunter zu legen. Und dann wäre ich fertig. Dann. Phase kommt gleich. Ne? Genau, plus wenn 1, ich plus gezogen. 0 für jede deine und Bedrohlichkeit. Kreaturen. Und super. Das ist gerade tricky. Machen wir es so für 3. Kommt ein Artefakt rein. Unzerstörbar. Wenn das Catnap aus Mithril ins Spiel kommt, lege es an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Wem steht ein Kettenhemd aus Mithril besser als Gimli, oder? Zwerg, ja. Was passiert denn da? Das ist dann, die ausgerüstete Kreatur hat Unzerstörbarkeit. Okay. Ja. Ein unzerstörbarer Gimli ist sicherlich was Nettes, was man brauchen kann. Das ist nicht verkehrt. Und für einen würde ich jetzt noch einen verrückten Halbling, einen verzückten Halbling reinbringen. Nicht verrückt, verzückt. Ja. Kann ein farbloses Mana erzeugen, wenn man tappt. Oder, und das ist die Schöne bei der Edition, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Gibt dieses Mana nur aus, um einen legendären Zauberspruch zu wirken. Jener Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Also Anti-Counter plus Multicolor. Ohne Zusatzkosten, nur für Tappen. Deswegen ist die Karte im Preis gerade auch, glaube ich, ganz schön am Abgehen. Ja, ne? Richtig. Für Commander ist es halt relativ einfach. Man kann halt Planeswalker damit uncounterbar machen. Ist richtig gut. Ja. Okay. Dann bin ich fertig. Gut. Und an den Major Brunnen, dies ist heute Sealed-Format. Also gedraftet wurde das nicht, das Ganze. Also wir haben halt jeder ein Pre-Release-Kit bekommen mit 2 Promos und 6 Boostern und einem tollen Würfel. Und dann haben wir dementsprechend unsere Decks daraus gebaut. Gut, dann passiert das hier. Das heißt, alle meine Kreaturen haben plus 1, plus 0 und Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Das macht nur unzerstörbar, ne? Das ist richtig. Mhm. 3. Dann habe ich für 2 Mana einmal den Marsch aus dem schwarzen Tor. Das heißt, die Orks rücken jetzt aus. Wenn diese Verzauberung ins Spiel kommt, führe ich Ork auf Marsch 1 durch. Das heißt, meine Armee wird größer. Immer wenn eine Kreatur,
also wenn die ins Spiel kommt oder immer wenn eine Armee, die ich kontrolliere, angreift, wende ich Ork auf Marsch 1 durch an. Das heißt, also, sie ist ins Spiel gekommen, Ork auf Marsch 1, und ich greife gleich damit an, dann passiert nochmal Ork auf Marsch 1. Mhm. So, und dann würde ich jetzt sagen, dementsprechend seine Fähigkeit wird ausgelöst. Wähle ihn als Ziel, das heißt, er hat jetzt 3 vorne. Und ich greife mit allen an. Dann wird die Fähigkeit wieder ausgelöst. Das heißt 3, 6, 9 und hier sind es 12 in der Summe. Mhm. Und die haben alle bedrohlich. Also du kannst nur eine im Moment blocken. Mhm. Du kannst den Schaden beliebig verteilen. Ich ordne halt an, wer zuerst Schaden bekommt und dann wie viel diese Kreaturen bekommen, ja. Mhm. 12. Lass ich durch. Dann würdest du auf 4 gehen. Yes. So, und die grüne Karte, die der Jörn gespielt hat, das ist der Verrückte. Oder Verzückte. Verzückte Halbling. Verzückte Halbling. Gut. Dann habe ich für 2 Schwarze noch einmal die Vorhut der Ostlinge. Wenn die Vorhut der Ostlinge stirbt, wende ich Ork auf Marsch 1 an. Na toll. Das heißt, meine Armee wird größer. Ich bin fertig. Wurde auch Zeit. Na gut, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Aber das sind schon 2 gute Rares, die du aufgemacht hast. Mhm. Den hätte ich übrigens auch gerne gehabt, der wäre richtig schön für meine Farben gewesen. Den hätte ich gerne nicht im Friedhof, sondern auf dem Spielfeld. Das liegt immer da, aber. Dann machen wir jetzt mal für 2. Hier hat ja immer noch 5-5. Der, ne? Ist 5-5, genau. Armee. Dann machen wir als erstes mal einen freundschaftlichen Wettstreit. Ja. Das ist ein Spontanzauber, eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere. Und bis zu einer andere legendäre Kreatur deiner Wahl, die ich kontrolliere. Ja. Fügen einer Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, jeweils Schadenspunkte in ihrer Höhe oder in Höhe ihrer Stärke zu. Das ist in Ordnung. Bin ich bei 5, Ork-Armee, adios. Ork-Armee ist weg. So, das war doch schon mal für 2 Mana ein guter, günstiger Spell. Move. Ja. So, jetzt hast du dann noch mit Reach den 2-1er. Und der kommt eh immer wieder, ne? Also den kann ich immer wieder bringen, aber ich brauche eine legendäre Kreatur dafür. Wenn ich keine legendäre Kreatur habe, dann bleibt der halt da liegen, im Friedhof. Du kriegst noch einen Schadenspunkt, fällt mir gerade auf. Weil eine Kreatur gestorben ist. Genau. 19. Das ist wieder, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, ne? Geht leider nicht anders. Blöd, blöd, blöd. Würde ich gerne anders spielen, das wird mir aber alles zu eng. Okay. Für 2. Mhm. Gefahrfeuerfeinde. Eine Hexerei-Schaden kann in diesem Zug nicht verhindert werden. Ja. Die Karte fügt einer Kreatur deiner Wahl x Schadenspunkte zu, also 1. Und jeder anderen Kreatur mit demselben Beherrscher auch einen Schadenspunkt. Ja. Tja, somit kriegt jede Kreatur einen Schadenspunkt, 2 gehen raus. Leider war es nicht Gimli. Die beiden sterben. Ja, der, da komme ich leider nicht in der Fehlt. Dann mir darf ich eine neue Ork-Armee ins Spiel bringen, weil er gestorben ist. So, und dann ist dein Zug. Dann enttappe ich erstmal.
Dann ziehe ich ein Kärtchen. Ich würde für 2 Mana einmal einen... Du kriegst noch tatsächlich 2 Schadenspunkte, sehe ich gerade. Es ist immer, wenn eine Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, stirbt, fügt ihm die Zelle der Toten. Okay. Egal, ob ich dachte, er muss den Schaden machen, aber es ist generell. Okay, dann ist das so. Dann habe ich jetzt noch einmal hier den kampfgezeichneten Goblin. Der ist 2-2 für 2 Mana. Und immer, wenn der kampfgezeichnete Goblin geblockt wird, fügt er jeder Kreatur, die ihn blockt, einen Schadenspunkt zu. Mhm. Leider habe ich jetzt gerade das Problem, dass mich dein... Wobei... Ich mache für 3 Mana Morias Heere. Erzeuge einen Schatzspielstein. Das ist der erste Effekt. Den haben wir hier. Und der zweite Effekt ist Ork Aufmarsch 2. Das heißt, ich lege eine 1-1-Marke da drauf. 2-1-1-Marke da drauf und ist der 3-3. Hm. Dann würde ich jetzt in den Combat gehen wollen. Das heißt, angreifen mit den beiden. Seine Fähigkeit wählt ihn als Ziel. Das heißt, er ist jetzt 4-3 und die Fähigkeit triggert. Das heißt, er geht hoch auf 5-4. So, jetzt muss ich auch mal fragen. Unzerstörbarkeit bedeutet, dass wenn ich mit Gimli blocke, er ist überlebt. Ja, vollkommen richtig. Ja. Dann wird das wohl der logische Block da sein. Ja. Und den anderen muss ich leider noch durchlassen. Das heißt, gehst du auf 2. Ich kriege einen Schaden durch den Gimli, gehe auf 16. Mhm. Und dann bist du dran. Okay. Spielfehler rückwirkend von mir gemerkt. Das sind immer die schönen Momente beim Magic, ne? Wenn man im Nachhinein merkt, da muss ich besser werden. Für 5 bringe ich die Kriegsbestie aus Gorgoroth rein. Immer wenn die Kriegsbestie aus Gorgoroth oder eine andere Kreatur mit Stärke 4 oder mehr, die ich kontrolliere, stirbt, wende Ork auf Marsch 2 an. Ja, okay. So, das heißt erstmal wieder jetzt einen schönen Blocker legen. Das heißt, Gimli kann jetzt mal das tun, was er eigentlich tun soll und kann einfach mal angreifen. 1, 2, 3, 4. Dann ist dein Zug. Dann ziehe ich eine Karte. Und ich bin fertig. Ich als erstes mal eine Verzauberung spielen. Geradewegs zu den Pilzen. Okay. Spannender Name. Wenn geradewegs zu den Pilzen ins Spiel kommt, führt der Ring dich in Versuchung. Kein Ring im Spiel, also... So, das heißt, jetzt passiert Folgendes. Wenn kein Ring im Spiel ist, ich gebe dir den schon mal hier rüber. Oh ja. Du müsstest ihn jetzt aber einmal auftrennen. Das muss heißt, ich. Die wird zerlegt, die Karte. Es gibt 2 Teile davon. Ja, so wie der Ring dich in Versuchung führt, erhältst du ein Emblem namens der Ring. Also quasi dieses kleine Emblem hier unten. Ja. Dann erhält das Emblem die nächste Fähigkeit, jedes Mal, wenn er dich wieder verführt oder in Versuchung führt. Und du müsstest jetzt eine deiner Kreaturen bestimmen, die dein Ringträger wird. Ja, die hat dementsprechend die erste der Fähigkeiten, die hier aufgelistet wird. Ich würde dir dann einfach einen kleinen W6 zur Verfügung stellen. Dass du weißt, dein Ring, den du jetzt hast, hat quasi die erste Fähigkeit. Und die erste Fähigkeit besagt, dass der Ringträger jetzt eine legendäre Kreatur ist, auch wenn er vorher keine war. Und kann von Kreaturen mit größerer Stärke nicht geblockt werden.
Tja, was soll ich sagen, ja? Wenn man Herr der Ringe mag, weiß man, dass der Ring eigentlich immer erstmal an die Halblinge gehen muss, ne? Das ist richtig. Komm, so ein Halbling mit einem Ring, das macht sich immer ganz gut, hat auch eine niedrige Stärke. Ich glaube, das, ja, passt. Okay, was passiert denn weiter? Das war ja noch nicht alles. Genau, zu Beginn meines Endsegments. Und falls sich in diesem Zug eine bleibende Karte unter meiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, oder falls ich die verloren habe, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Okay. Ist ganz nice. Glaube ich, wird auch viel in anderen Formaten angespielt werden. So, jetzt habe ich einen Ringträger. Machen wir es wie im Film. Komm, der Halbling geht mal wandern. Ich kann ihn nicht blocken, weil meine Kreaturen beide Stärke 2 haben und er nur Stärke 1. Das heißt, ich kriege einen Schaden. Genau, dann ist dein Zug. Dann gehe ich in meinen Zug. Dann habe ich für 4 Mana einen knurrenden Varg. Der ist 3/4 bedrohlich. Und solange ich einen Goblin oder Ork kontrolliere, erhält er +1/+0. Das ist ein Goblin. Das heißt, er ist eine 4/4 bedrohlich. Mhm. Und dann bin ich fertig. Wieder für 2. Ich bleibe bei den Pilzen, es tut mir leid, irgendwie kommen die Pilzwachhunde rein. Ja. Ein Hund als Kreatur, mal opfere eine Speise, gibt es jetzt ja auch bei Herr der Ringe neue, ja, ne? Speisen, lege eine +1/+1 Marke auf die Pilzwachhunde, sie erhalten Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei, das ist die Einschränkung dabei. Tja. Wiederholen wir das Spiel. Das hat ganz gut geklappt, ne? Zack, ein Mr. runter. Unblockbar. Ja. Dein Zug. Für ein rotes und ein schwarzes habe ich Mauhur, Hauptmann der Urukai. Der ist 2/2, bedrohlich. Und falls eine 1/+1 Marke auf eine Armee, einen Goblin oder einen Ork, beziehungsweise den du kontrollierst, gelegt werden würde, wäre stattdessen so viele plus eine weitere Marke draufgelegt. Das heißt also, die Ork-Armeen würden schneller noch größer werden. Und ich sehe mich jetzt gerade aber nicht in der Lage anzugreifen. Du bist dran. Mhm. Und er hat auch Stärke 2. Ich kann den einfach nicht blocken. Also 10 Runden brauchst du noch. Ja, Halblinge werden halt nicht gesehen. Die schleichen da so durch. Ja, das... Dann bist du. Du greifst nicht an? Nee. Okay. Dann gehe ich in meinen Zug, ziehe eine Karte, habe einen Sumpf als Land für diese Runde und bin fertig. Sasu fragt, wie die grüne Karte heißt. Genau, diese, das war vorhin schon, da hatte ich schon drauf geantwortet. Ah. Das ist der verzückte Halbling, nicht der Verrückte. Lang her. Tja, spiele ich ein Land. Mhm. Bin fertig. Okay, dann schauen wir mal nach. Habe ich noch einen Sumpf und ich würde meinen Zug beenden. Für 2.
Ein grünes, ein rotes. Kommt, jetzt kommt mal wieder ein bisschen anderes Artwork auch auf den Tisch, damit wir mal sehen, was da so noch drin war. Meriadoc Brandibock. Ja, eine legendäre Kreatur, ein Halbling, ein Bürger, man kennt ihn. Immer wenn ein oder mehrere Halblinge, die ich kontrolliere, einen Spieler angreifen, erzeuge einen Speisespielstein. Da sind wir bei den Speisen, die ich witzigerweise brauche für die Pilzwachrunde. Mhm. Du hast bestimmt so einen Spielstein, oder? Hast du einen Halbling, der mich angreift? Ich könnte jetzt einen haben und ich mache das einfach mal. Ne? Dann triggert er und dann bekommst du einen Speisespielstein. Ja! So, und jetzt bin ich mal total gut und opfere den Glas. Nee, muss ich für eine opfere Hexerei. Eine Speise. Wie eine Hexerei geht's nur. Stimmt, stimmt, stimmt. Das heißt, wir machen erstmal den Schaden. Ne? Den einen ganzen Schaden. Wow. Okay. Nimmst du den habe ich schon genommen. Ich bin auf 9 runtergegangen. Ja, cool. Dann kann ich jetzt ist die große Frage. Achso, ich kann ihn opfern, um 3 Lebenspunkte zu erhalten für 2 Mana oder um +1/+1. Ich verstehe. In meiner jetzigen Situation habe ich keine andere Wahl, außer ihn für 2 zu opfern und die 3 Leben zu nehmen. Okay. Ich leg den mal dahin, wir werden den ja öfter brauchen. Jetzt wieder auf 5 hoch. Fühlt sich gleich viel besser an, muss ich sagen. Dann ist dein Zug. Am Ende des Zuges hast du einen Trigger. Juhu! Weil das war eine bleibende Karte. Stimmt, Spielsteinkarte +1/+1. Auf. Dann könnte ich ihn blocken. Mit größerer Stärke nicht geblockt werden, ne? Nicht gleicher Stärke, dann kann ich ihn nicht blocken. Also er darf nicht größer werden. Also kann von Kreaturen mit größerer Stärke nicht geblockt werden. Das heißt, einen kann ich draufgeben. Dann kann ich ihn blocken, weil die nicht größer sind. Die sind Stärke 2. Ah, okay, also gleich ist nicht, okay, mit größerer Stärke nicht geblockt. Ja, okay, schade. Dann nehmen wir den mal einfach nicht. Ja, okay. Mit dieser Fähigkeit auf dem Stapel würde ich für 2 Schwarze noch eine Kreatur reinflashen wollen, und zwar die Ork-Bogenschützen. Die sind 1/1 und wenn die ins Spiel kommen und immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, außer der ersten, die er in seinem Zug ziehen würde, fügt der Ork-Bogenschütze einem Ziel meiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Mhm. Und ich darf Ork auf Marsch 1 durchführen. Ich wähle dich als Ziel. Das heißt, du gehst wieder auf 4 runter. Mhm. Ich kriege einen Aufmarsch, also einen Armee-Spielstein. Mhm. Da jetzt eine Marke draufgelegt werden würde, darf ich aber 2 drauflegen. Mhm. Dann gehe ich in meinen Zug. Mhm. Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, jetzt keine schlechte Idee. Was du kannst, das kann ich auch. Denn ich habe jetzt die Uruk-Hai-Berserker. Wenn die ins Spiel kommen, das ist eine 3-2-Kreatur, führt mich der Ring in Versuchung. Das heißt, ich nehme jetzt auch mal einen Würfel und lege hier eine 1 bei. Und meine Ork-Bogenschützen würden den Ring jetzt gerne bei mir tragen. Dann würde ich dich angreifen wollen. Das ist eine 1-1. Tja. Das Problem ist, auf 3. Das war so schön. Diese Kombination bringt mich nicht näher ran. Wir müssen jetzt. Du bist dran. Mhm. So. Schieb den hier oben mal so rein, den Ring. Verliert er den nicht, hat er den in der Tasche. Tja, ein bisschen können wir das Spiel spielen, oder? Es ist doch bescheuert. Okay.
Ja, machen wir das Spiel wieder. Der Halbling kommt wieder vorbei. Okay, einen Schaden. Speisespielstein kommt. Jawohl, weil ein Halbling angegriffen hat. Mhm. Und dann kann ich auch gleich wieder ins Opfern reingehen. Für zwei Lebenspunkte? Genau, für die zwei Lebenspunkte. Ja. Drei Lebenspunkte. Drei Lebenspunkte, ja. Drei Lebenspunkte. Sorry. Ja, ist große Speise, ne? Ist Maxi-Menü. Ja. Slambers Brot. Und dann kommen wir wieder auf den Effekt, weil eine Karte das Spiel verlassen hat. Das wäre am Ende des Zuges erst. Ach, am Ende des Zuges, ja gut. Ist jetzt aber auch mein Ende des Zuges, würde okay. ich mal sagen. Und dann geht jetzt tatsächlich auf den Wachhund eine 1-1-Marke. Jawohl. Jetzt ist die große Frage, die ich gerade habe, wenn ich eine Speise opfere, hier ist es ja die Bedingung für den Effekt, ne? Genau, das ist seine Fähigkeit. Er hat also keine Wachsamkeit jetzt in dem Moment. Genau, aber es zählt nicht, wenn ich die Speise opfere für die drei Lebenspunkte, nein. ne? Doppelt, nein. okay. Wäre ja nett gewesen, nee. Ne? Manchmal ist es ja so tricky beim Magic. Dann bin ich fertig. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt eine gute Idee. Für drei spiele ich Grischnack, der Aufhetzer. Mhm. Darf ich noch erklären, was der macht? Ja, oder? Mach mal. Weil wenn er ins Spiel kommt, führe ich Ork auf Marsch 2 durch. Mhm. Das heißt, hier würden insgesamt jetzt 3 Marken draufgelegt werden. Mhm. Wenn du dies tust, ja, übernehme ich die Kontrolle bis zum Ende des Zuges über eine nicht-legendäre Kreatur, die ein Gegner meiner Wahl kontrolliert, deren Stärke kleiner oder gleich der Stärke der aufmarschierten Armee ist. Sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Ich habe nur ein legales Ziel in dem Moment. Ja, eigentlich sind es 2 legale Ziele, aber ich habe nur ein legales Ziel. Mit der Fähigkeit würde ich dann dementsprechend die Pilzwachhunde nehmen. Mhm. Bevor das Ganze wirklich passiert. Mhm. Oder auch währenddessen, da kann man sich jetzt trefflich widersprechen. Ja. Will ich noch ein bisschen was ins Feuer werfen. Okay. Ein Spontanzauber, ich kann entweder ein Artefakt zerstören oder zwei Kreaturen oder bis zu 2 Kreaturen jeweils einen Schadenspunkt geben. Ja. Und dann wäre dein Ringträger-Ork einmal gegrillt. Ja. Und der neu reingekommene legendäre der Goblin. Gut, das aber heißt, der Effekt kommt ja trotzdem. Der Effekt kommt trotzdem, genau. Der Ring liegt jetzt bei mir leider so rum. Die beiden sind weg. Mhm. Und ich würde mir den jetzt nehmen. Genau, das heißt, du kriegst jetzt aber auch noch 2 Schadenspunkte durch den Gimli. Und jetzt würde ich dich mit allem angreifen. Tui. Das könnte ja gerade wehtun. Die beiden haben bedrohlich. Hier kommt Ork Aufmarsch, das heißt, die geht insgesamt auf 7 hoch, die Armee. Mhm. Und sein Trigger setzt sich auf den, dass der vorne 3 hat. Mhm. Und dein Hund auch. Das wirkt jetzt eng. Also den 7er kann ich schon mal mit dem unzerstörbaren Gimli blocken. Ja. Damit ist der neutralisiert. Genau. So, was ist mit der Urukai-Berserker dahinter? Der ist 3-2. Der greift auch an, ne? Ja. Das ist echt zu viel. Ich kann 2 blocken. Die beiden sind bedrohlich mit 7 Schaden schon. Ja. 5 plus 1 kriegen die durch den... Nee, der hat 3 durch ihn und er hat, weil ich einen Ork kontrolliere, 4 vorne. Deswegen 3 und 4 yes. sind 7. Das ist ja schon fies. Das heißt, ist so oder so ein Overrun, ne? Egal wie ich jetzt blocke. Komme ich nicht gegen an. Okay. Bin ich überrannt worden, obwohl ich den Ring habe und ein Mithril-Helm mein Ring ist runtergefallen. Verdammte Axt. Verdammte Axt, das passt. Erste Runde passt. Geht an dich. Okay. Erste Runde. Dann gehen wir ins Zweite. Du bekommst deine Hunde wieder. Und Gott sei Dank. Ork-Armee geht wieder hier hin. Das war deiner. Genau, Speise. Brauchst du bestimmt, glaube ich, öfter als ich. Weil, ja, meine Speise sind Hobbits, ne? als da, Ork. Da. So. Ja, der die erste Ring. Runde ist durch. Gut. Es kommt tatsächlich so ein bisschen Herr-der-Ringe-Feeling auf, ne? Ja, also ich finde, auch vom Flavor her sind viele der Karten wirklich gut getroffen. Also, ich muss dazu sagen, die Synergien jetzt in Rot und Schwarz miteinander mit den Orks und mit diesen
Armee-Token, das ist halt wirklich gut. Und es wundert mich auch, ich habe alle schwarze Karten bis auf zwei kann ich spielen. Alle. Okay. Das ist halt... Also die haben definitiv, finde ich, sehr schön, ja, sehr starken Schwerpunkt auch wieder auf legendäre Kreaturen gelegt. Das geht so ein bisschen weg von diesen ganzen Playset-Kombos, wo du nachher nur noch filterst und. Finde ich ganz nice eigentlich. Ne? Also ich glaube, da ist der Halbling, der Grüne, ja unglaublich gut für. Ja. Dass du dann halt auch sagen kannst, ja okay, dann... Den braucht man noch viermal. Ja, den braucht man dann viermal. Du hast doch gerade gesagt, man braucht keine Playsets mehr. Nein, es entspannt das so ein ganz bisschen. Mehr legendäre Kreaturen, ne? Da lohnt es ja nicht, die wirklich viermal reinzupacken. Genau. Also es ist jetzt natürlich schade, dass das Ganze nicht für Standardformat legal ist oder auch für Pioneer, weil das ist ein Set, das ist in Commander, in Legacy, Vintage und in Modern legal. Das ist ein, wie nennen die sich, Draft-Set, oder? Ja. Keine normale Standard-Expansion. Nein, das ist jetzt diesmal nicht. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, im August kommt Commander Masters noch wieder raus mit den Reprints. Ja. Da ist die Community, glaube ich, sehr, sehr gespalten zu dieser Edition. Das ist halt alles schwierig, muss man sagen. Nennen wir es noch Edition oder nennen wir es Inflation? Wie wollen wir das Ganze dann nennen? Naja, wir haben vorhin schon die Diskussion darüber gehabt, wie sich das mit den Preisen halt entwickelt. Und eigentlich muss man sagen, klar, wir merken es jetzt bei Magic auch so langsam, aber Pokémon und Yu-Gi-Oh! Ich meine, ich mache einen Booster von Magic auf und habe insgesamt noch 15 Karten in der Hand. Yu-Gi-Oh! Hat im Verhältnis fast gleiche Preise, wenn ich mich nicht irre, aber nur noch so 8 Karten drin. Ja. Und Konami ist klug, die machen die Printing Sheets gleich groß oder kriegen mehr Karten drauf, weil die Karten kleiner sind. Aber ich hoffe, da fangen sie jetzt bei Magic nicht mit an, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, das Format der Karten zu wechseln. Gut. So, das Schöne ist, wenn eine neue Runde beginnt, hat man wieder 20 Leben. Punkte. Genau, das heißt, wir zeigen den Leuten einmal an, dass du jetzt runtergegangen bist und ich bringe uns beide wieder auf 20. Wie viele haben wir denn jetzt noch im Stream? 45 Leute? 45 Leute haben jetzt leider doch zugeschaltet, ja. Voll. Vielleicht lassen auch viele das Ganze nur nebenbei herlaufen, aber wir sind halt hier, die haben halt hier die Möglichkeit, dass es einer der wenigen Streams ist, die jetzt aktiv Paper Magic mit den neuen Karten am ersten Tag des Releases auch streamen. Dann auf jeden Fall fetten Gruß an euch alle da draußen. Ja. Wenn ihr es euch schön machen wollt, macht ein bisschen Soundtrack Herr der Ringe nebenbei an. Könnten wir eigentlich hier auch laufen lassen. Ja, oder vor dem Store, ne? So ein bisschen Audio-Musik. Also wir können es jetzt hier im Stream nicht machen, aus Copyright-Gründen. ja, du darfst anfangen, denke ich mal. Ne? Will ich das? Nee. Nein. Ich halte wieder. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Hatten wir eben die gleiche Situation, ne? Ja, hatten wir. Oh, wir haben ein Abo dabei. Dann erstmal herzlichen Dank für das Abo für die 3 Monate. Boah, jetzt können wir das Streamdeck mal losrocken, oder? Ja, genau. Komm, fürs Abo hier. Fürs Abo gibt es den Applaus dazu. Ich muss dazu sagen, ich so eingebildet, aber ich sitze ja öfter hier, aber ich tue mich immer schwer mit dem Streamdeck zu arbeiten. Also ich kriege ja die Lebenspunkte gerade noch eben hin und schaffe es auf Live und auf Pause zu drücken. Ich nötige dich jetzt einfach zum Streamdeck nutzen. Okay. Immer wenn mir ein Spielfehler auffällt. Genau. ja, ihr kennt das vielleicht, ja? Man hat so ein Deck mit 40 Karten sich zusammengestellt, nimmt Mulligan und zieht eigentlich fast die gleichen Karten, die man eben schon mal hatte. Okay. Das ist nicht so das, was man unbedingt haben will. Und dann muss man auch noch was abwerfen, beziehungsweise unten drunter packen. Haben wir gemacht. Ja. Wollen wir? Du darfst beginnen. Mal nicht gebirgig, mal waldig. Okay. Und passend zu dem... Ey. Voll gute Intuition. Der verzückte Halbling in Foil, wieder meine beste gepickte Karte. Du hast den auch noch in Foil. In Foil, ja. Der ist gut. Nein. Nicht schlecht. So, dann bist du dran. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Ich hätte jetzt hier ein legendäres Land. Das kommt leider getappt ins Spiel, weil ich keine legendäre Kreatur kontrolliere. Und das ist Baradur. Mhm. Baradur erzeugt auf Tappen ein schwarzes oder aber doppelt X und schwarz. Ich führe Ork-Aufmarsch X durch. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist. Pui. Und man sieht es an der Karte, die ist aus dem Promo-Booster rausgezogen. Also ich weiß nicht, ich habe hier so matte Hüllen, da sieht man das nicht mehr ganz gut. Da ist der Promo-Stempel drauf.
Das ist eine der beiden Promos, die wir da auch spielen dürfen. In den Pre-Release Kits waren ja auch die mit dem Extended Artwork drin, mhm. die man nachher zu einem Panorama-Bild zusammensetzen kann. Die sind für das Pre-Release nicht legal gewesen. Führt dazu, glaube ich, auch so ein bisschen, dass gerade Pre-Release Kits echt ja. gewollt sind, weil die Leute einfach Bock auf die Panorama-Bilder haben. Vollkommen. Du bist dann. Machen wir. Oh Wunder, ein Gebirge? Der Wald ein vergrößert Wald. Sich. Okay. Der Fangorn treibt und auf. Wir kennen das Spiel. Es ist echt so ein bisschen, man täglich grüßt das Pilzwesen. Geradewegs zu den Pilzen, Verzauberung. Wenn es ins Spiel kommt, führt der Ring mich in Versuchung. Wer kriegt den Ring nur wieder? Wir kennen das noch von eben, ja. der Todbiegser vom Herrn. Okay. Zu Beginn meines Endsegments und falls eine, in diesem Zug eine bleibende Karte deiner, unter deiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur meiner Wahl. Ob es weiß, dass der, also es wird gerade gefragt, ob die Promo des in Elbisch geschriebene, mhm. der eine Ring jetzt 1/1 gezogen wurde. Es wird immer wieder propagiert. Wir haben heute auch schon Posts gesehen, dass in Facebook-Gruppen das Ganze angeht. Es soll auch schon einer zum Verkauf angeboten ja. worden sein. Also ich würde mich da noch nicht drauf verlassen, was man jetzt im Internet hört. Es wird auf jeden Fall eine Menge Presse darum geben. Darüber ja. sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Genau. Und, übersteigt da dann mein Budget. Ich frage, falls jemand Bock hat für ein Crowdfunding, dass ich mitsteigern kann. Wir sind da beide offen für Angebot. Ich schmeiße mal 10 Euro, würde ich schon mal in den Pott mitwerfen. Okay. Verzückter Halbling würde dann auch einmal angreifen. Du schmeißt erstmal einen Schaden in meine yes, Richtung. Und dann okay. ist dein Zug. Dann tappe ich Baradur wieder, ziehe eine Karte, habe ein Gebirge und würde jetzt wieder, wie gerade eben, Mauhur, Hauptmann der Urukai, spielen wollen. 2/2 bedrohlich und wenn ich Aufmarsch für Ork-Armeen durchführe, kriege ich quasi eine zusätzliche Marke da drauf. Und bin mhm. ich fertig. Hm. So. $1 Million wurde aus den USA geboten. In Spanien gibt es einen Store, der 2 Millionen Euro geboten hat. Celebrities à la Post Malone, Cassius Marsh, also die wirklich gut betuchten Leute aus den USA, die auch bekanntlich sind, dass sie Magic spielen, die dürften da vielleicht auch demnächst noch ein bisschen mehr bieten, wenn sie ihn unbedingt haben wollen. Wir können uns jetzt auch mal echt darüber streiten. Wir kennen das ja vom Grading. Man zieht eine echt geile Karte, ist total happy, ja. bringt die zum Grading und dann heißt es, oh, der Rand ist leider nicht ganz zentriert, kriegt leider nur 9,0. Und man hat die mit Samthandschuhen angefasst und ist echt ein bisschen pisst. Ja. Ich bin gespannt, wie das Center Grading bei der Karte ist, wenn sie dann draußen ist. Ob die eine 10-0 kriegen könnte beim Grading. Wird schwierig. Also ich habe ja die Bilder gesehen, die über Twitter schon rumgegangen sind davon, aber wo die gezeigt wurde nach dem Druck. Ach, das gab's. Es gibt schon Bilder nach dem Druck, ja. Und ich dachte nur Digitalbilder bisher. Ja, ja. Ja, ich dachte nur von der Layout-Version, nee, aber nicht von der gedruckten Karte. Davon auch, ja. Ich bring mal hier. Mehr Wälder. Ja, wie gesagt, ich sage, der Fangorn treibt aus. Und, ja, warum nicht? Er greift an und... Nehme ich einen Schaden? Nee. Also, weil jetzt kommt der Mega-Move, ja? Während Gimli, nicht Gimli, während unser kleiner Halbling ja. Sich so durch deine widerlich stinkende Ork-Armee da durch oder durch deinen Ork-Elite-Kämpfer da durchpirscht, ja. ne? Mhm. Kommt aus dem Nichts auf einmal der Bogen der Galadriel an den Halbling geworfen. Der hat nämlich Aufblitzen als Effekt. Ja. Wenn der Bogen ins Spiel kommt, lege ihn an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst, enttappe die Kreatur. Yay! Ja. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+2 und hat Reichweite. Okay. Du dümmst. So. Ja. Das heißt, ich könnte ihn jetzt blocken. Okay, ich hätte gedacht, ich mach's, nachdem du gesagt hast, dass du nicht blockst. Okay, und das heißt also Schaden vorm kommt. Schaden. Das heißt, der gibt wie viel? +1 vorne? +1. Sind dann nur 2. Ist, ist nicht, das Interessantere ist, glaube ich, gerade hinten für mich. Ja, der 4, ne? +2 gibt, ja. genau, dadurch 2/4 Ringträger. Kannst du das so ein bisschen versetzt lassen? Dann können wir das sehen, wie viel er hat. Also, ja, ich hätte gesagt, dass man das +1/+2... Können wir ja nachher zusammenschieben, okay. so können es die Leute auch nochmal sich durchschauen. In Ordnung. Ja, dann... Tapp ich die beiden wieder? Mhm. Und es ist wieder so, mein Halbling ist wieder der Schadenskönig aktuell bei mir in der Runde. So schaut's aus. Ich würde sagen, ich berufe mal die Heere Morias ein. Genauso wie gerade eben. Ich kriege wieder einen Schatzspielstein
und führe Ork-Aufmarsch 2 bzw. 3 durch. Mhm. Und dann kann ich jetzt angreifen für 2, weil der bedrohlich ist. Das heißt, du kannst ihn nicht blocken. Schade auch. Gehe ich auf 18. Zack, zack. Und dann bin ich fertig. So. Spielen wir jetzt mal ein Gebirge. Ja, endlich ist Rot da, ne? Für 4 bringe ich die Karte, hatten wir noch nicht. Den Wegfinder der Galadriem rein. Mhm. Ist ein Elfspeer. Und wenn der Wegfinder der Galadriem ins Spiel kommt, wendet der Hellsicht 2 an. 3-4er Kreatur für 4. Das ist okay, mit Hellsicht 2 ist gut. Mhm. Die erste Hellsicht packe ich mal gerne unten drunter. Okay. Ja. Mhm. Dann. Das ist ein Dreier. Ja, der fährt 3 vorne. 2-2, cool, er ist unblockbar, ne? Das der ist ja unblockbar, Wunder. Ja. Allerdings hast du bei dem einen wieder bedrohlich, ne? Ja. Bei ihm aber nicht. Nee. Das läuft. Gehen wir das Spiel mal ein, 2 gegen 2. Zack. Dann ist dein Zug. Dann den Teppich. Dann ziehe ich eine Karte. Und habe noch einen Sumpf. Mhm. Ja. Ich würde für 2 Mana mal die Musterung durchführen in Mordor. Ui. Das heißt, ich schaue mir mal an, wie meine Orks so drauf sind. Ich ziehe eine Karte, verliere einen Lebenspunkt und führe Ork auf Marsch 1 respektive 2 durch. Das heißt, er geht auf 5 hoch. Mhm. Und dann würde ich dich angreifen wollen für 7. Und die kommen auch durch, weil den 5er jetzt blocken macht gerade keinen Spaß mit meinem Elfen. Das heißt, du würdest nicht blocken? Nö. Okay, dann sind das 7 Schaden. Mhm. So, okay. Und dann in meiner zweiten Hauptphase opfere ich meinen Schatz, mir mühsam erarbeitet habe, und spiele den Nazgul. Das ist eine 1-2 Kreatur mit Todesberührung. Ich werde vom Ring verführt, wenn er ins Spiel kommt oder versucht. Mhm. Ich versuche ihn. Und immer, wenn der Ring dich in Versuchung führt, lege eine 1-1 Marke auf jeden Vraif, das ist ein Kreaturentyp, den ich kontrolliere. Ein Deck kann bis zu 9 Karten namens Nazgul enthalten. Warum? Das weiß jeder. Es gibt 9 Ringgeister bzw. die Nazgul. Alle 9 haben auch ein unterschiedliches Artwork bekommen. Und ich meine auch, ich kann es jetzt nicht verifizieren, weil ich nicht nur einen habe im Deck. Jetzt habe ich dir was verraten. Die sollen auch alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Hm, haben sie. Gut. Habe ich tatsächlich schon gesehen. Ja, dann bin ich fertig. Ja, dann passiert erstmal wenig, wenn man enttappt. Todesberührung, ne? Der Todesberührung, ja. Und +1/+1 da drauf. Der hat 2 zurzeit vorne. Das ist echt nicht nett. Jetzt kann ich ihn blocken. Jetzt ist wieder so ein bisschen sinnfreies Kartenverpulvern angesagt. Naja, du hast gerade wenig sinnfrei verpulvert. Das war halt schon gut gemacht, dass das du gerade gemacht hast. Ja, aber jetzt halt, ne? Okay, also der Dreamcatcher sagt gerade, also, es wären wirklich nur die Artworks anders. Die Fähigkeit wäre gleich. Mhm. Echt? Also, er hat gerade auch im Spoiler nachgeschaut, deswegen. Also, ich habe ja jetzt hier keine Möglichkeit, den Spoiler zu schauen. Also, okay. Gleich mal bei den anderen Spielern drüben gucken, ob noch jemand einen hat. Bestimmt. Für 2. Ja.
Muss ich jetzt leider den freundschaftlichen Wettstreit wieder spielen. Ja. Leider habe ich keine legendäre Kreatur. Deswegen trifft es nur auf eine Kreatur zu. Eine Kreatur Doch. Hm? Vergisst, der Ring macht deinen Ringträger zu einer Legendären. Zum Legendären? Ja, das steht hinten drauf. Das ist ja noch schöner. Der ist auch legendär, der Nazgul jetzt gerade. Ah, cool, dann kann ich umwerfen. Dann werfen wir auch um, macht ja Sinn. Dann greifen tatsächlich diese beiden deine Ork-Armee an. Das heißt, die Ork-Armee stirbt? Das wäre dann der Plan. Ach. Machen die 5 zusammen? 2 und 3 sind 5. 5, das passt. Das ist ja gut mit dem Legendär. Und dann zwei, ich bin auf 11. Bedrohlich. Todesberührung. Todesberührung ist beim Blocken natürlich eine doofe Sache, ne? Mhm. Dann bin ich fertig. Ja. Okay. Das ist auch eine Möglichkeit. Und zwar würde ich jetzt für ein schwarzes und ein rotes die Trennung der Gefährten spielen wollen. Eine Kreatur meiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, das wäre diese, fügt einer anderen Kreatur, die dieser Spieler kontrolliert, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Das wäre er. Das heißt, 3 Schaden gehen auf sie. Er hat aber 4 hinten. Der macht plus 2 hin. Plus 2, 3, 4. Okay. Liegen da schon 3 Schaden drauf. Mhm. Und dann führt der Ring mich in Versuchung. Immer wenn mein Ringträger angreift, ziehe ich eine Karte und werfe dann eine Karte ab. Mhm. Und für 2 Mana habe ich jetzt noch meine Ork-Bogenschützen, die wieder eine Ork-Armee machen. Und einem Ziel meiner Wahl einen Schadenspunkt zufügen, den fehlenden. Der geht dann dahin. Der ist ja dann leider, ne? Ja. Das heißt, mein Ring liegt wieder so einsam und verlassen im Raum. Yep. Ist jetzt leider nicht mein Zug, ne? Nein, das ist nicht dein Zug. Dann würde ich jetzt in meine Angriffsphase gehen wollen. Mhm. Dich mit den beiden angreifen. Achso, immer wenn der Ring mich versucht, ne? Für lege ich eine 1-1 Marke hier drauf. Dann kriegt der sogar noch einen dazu. Dann ist der jetzt vorne größer. Mhm. Der hat auch Stärke 3, ne? Das heißt, du kannst den jetzt blocken. Aber ich greife trotzdem mit beiden an. Der ist 3-4. Also genauso wie er, aber hat Todesberührung. Und er ist 2-2 bedrohlich. Er greift an, das heißt, weil er mein Ringträger ist, darf ich eine Karte ziehen und werfe dann eine ab. So, liebe Freunde. Ich will blöd für mich diesen aus. Sumpf ab. Und dann dürftest du jetzt blocken. Das wären ansonsten wären es insgesamt 5 Schaden. Todesberührung. Deine hat 4 hinten, ne? Ja. Sind wir wieder dabei. Macht Sinn, ihn jetzt zu blocken und macht nicht wirklich gerade Sinn. 3, dann nehme ich die 5 Schaden. Okay. Gehen wir auf 6. Und dann beende ich meinen Zug. Oh Mann. Jetzt wäre mal so ein Gimli oder so schön, ne? Ja, der ist. Der hat gerade also auch mit dem Mithril-Kettenhemd zusammen echt genervt. Also.
für 3 kommt Grischnack, der Aufhetzer. Ja. Wenn Grischnack, der Aufhetzer, ins Spiel kommt, wende Ork auf Marsch 2 an. 2. Wenn du dies tust, übernehmen bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine nicht-legendäre Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert und deren Stärke kleiner oder gleich der Stärke der aufmarschierenden Armee ist. Enttappe jene Kreatur, sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Es macht bestialischen Spaß in Magic, den Gegner mit seinen eigenen Kreaturen anzugreifen. Haben wir ja gerade gesehen, ja. Es ist einfach, und in Herr der Ringe-Setting passt das auch einfach. Ja. Ne? Vor allem, er macht ja auch genau das in der Lore auch, ne? So, genau. Das war quasi der Timer. Wir haben jetzt noch 5 Minuten extra und dann gehen unsere extra Turns los. Oh ne, waren 55 Minuten schon. Das heißt, wir haben danach noch 5 extra Züge. Der Schusseffekt kommt zum Tragen, wenn die Kreatur ins Spiel kommt. Mhm. Die wechselt nur die Seite, also die kommt jetzt nicht ins Spiel. Genau, ne? Aber nicht, wenn sie Schaden macht, ne? Nein, dann auch nicht. Okay, also nur wenn ich die zweite Karte in meinem Zug ziehen würde, beziehungsweise eine Karte außerhalb meines Ziehsegments ziehen würde, dann wird das nur ausgelöst. Das heißt, wir haben schon erraten, es macht am meisten Sinn, die Ork-Armee zu nehmen. Die Ork-Armee. Ja. Und dann bist du bei 14. Ja, die beiden haben Einsatzverzögerung. Mhm. Also halt freie 2 Schaden, die du halt auch so machen kannst. Und dann kommen die beiden vorbei. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehe ich auf 9 hinunter. Dann schiebe ich dir die mal wieder rüber. Das heißt, dein Zug ist zu Ende? Yes. Ich gehe in den ersten Extrazug. Mhm. Zack. Jetzt muss ich gucken, der ist 2 vorne. Das heißt, er kann den Nazgul blocken und der kann den Nazgul auch blocken. Dann ziehe ich eine Karte. Für 3 Mana. Ah, ich brauche doppelt schwarz dabei, sehe ich gerade. Würde ich den Schatz beanspruchen spielen wollen. Den Schatz beanspruchen heißt, ich füge einem Ziel meiner Wahl, ich zerstöre eine Kreatur meiner Wahl. Und der Ring führt mich in Versuchung. Dementsprechend würde ich jetzt den zerstören. Mhm. Und quasi den Ring einen weitertreiben. Das heißt, immer wenn mein Ringträger jetzt von einer Kreatur geblockt wird, opfert der jener Beherrscher diese Kreatur am Ende des Zuges. Der wird auch einen größer wieder. Und ich würde in den Kampf gehen. Mhm. Mein Ringträger greift an, das heißt, ich ziehe eine Karte und muss dann einen abwerfen und ich werfe den Sumpf direkt wieder ab. Weil das wird ja alles aufsummiert. Mhm. Mhm. Der ist bedrohlich. Das heißt, die Ork-Armeen stehen sich da mal gegenüber. Dann wären das genau 6 Schaden. Das ist blöd, ne? Sogar 7 Schaden. 7 sogar? Ja. Das ist so fies, ne? Zum Überleben müsstest du eigentlich den Nazgul blocken. Weil dann wären es nur 5. Ja. Das ist völlig doof, ne? So, das ist immer nur, wenn in meinem Zug was stirbt. Das ist immer so ein bisschen schade. Mhm. 4, 5. 2, 4, 5. Mhm. Sieht dann auch schon für den nächsten Zug echt eng aus. Mhm. Müssen wir so machen, ja. Gut. Bin ich bei 1, ne? Und dann würde ich danach jetzt meine Ork-Armee opfern und dir 4 Schadenspunkte schießen. Dann bin ich bei -3. -3 und du hast es im Extra-Turn 2-0 geschafft. War schön. War gut. Aber das Set macht unglaublich Spaß zu spielen. Die Mechaniken, also ich finde jetzt die Mechaniken, die ich habe, finde ich super gut. Mhm. Die passen auch gut zusammen, so wie du schon sagtest, vom Feeling her, ne? Bin auf das Einsteiger-Set gespannt, das zu öffnen, wie freundlich das wirklich für Neulinge ist bei Magic. Den lasse ich dir. Yeah! Eigentlich brauche ich nur eine Armee, ne? Hm? Eigentlich braucht man immer nur eine Armee. Nee, du kannst ja mehrere reinbringen, oder? Oder nein, muss man immer Armee, es wird immer die vorhanden ist, größer gemacht. Ah, okay. Das ist, ja. ja, aber auf jeden Fall, wir müssen jetzt hier noch das Steam Deck irgendwie benutzen. Genau. Premiere. Ja. Ne? Dankeschön.
Nicht abschalten. Wir haben ja immer ein bisschen mehr Zeit. Die draußen dürften schon fertig sein. Also ich gehe mal davon aus, innerhalb der nächsten 5 bis 10 Minuten geht es weiter. Also dranbleiben und weiter zuschauen. Ciao. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Also, ja, ich habe euch nicht warten lassen. Nur ich habe den Jörn jetzt gerade ausgetauscht und habe den Carsten reingeholt. Ja? Wir sind jetzt nämlich schon in Runde 2 unseres heutigen Pre-Releases. Wenn ich mich nicht irre, dürften wir, glaube ich, bei der Teilnehmeranzahl 4 Runden spielen heute. Ja. Zeitlich noch klappt. Ja, genau. Es ist halt immer die Sache, ob es... Wie viel? Wir spielen heute nur 3 Runden. Das heißt, hiernach kommt noch eine. Prima. Dann wissen wir da auch Bescheid. So, du hast deine erste Runde scheinbar auch gewonnen. Ja, es war ein zähes Match. Es war ein zähes Match. Ja, ein Sieg, ein Unentschieden. Achso, ihr habt das zweite Spiel nicht zu Ende bekommen quasi. Nee, das, ganz knapp habe ich mich gerettet. Okay, ja gut. Ich brauche nicht abheben, das passt so. Wollen wir mit 2 sechsseitigen Würfeln auswürfeln, wer anfängt? Können wir gerne tun. Möchtest du abheben oder? Nein. Na gut, dann mal wir 3. Dann schauen wir mal nach. Hoch. Ja. Zack. Das ist eine 10. Das ist eine 11. Das heißt, du darfst aussuchen, wer anfängt. Dann würde ich anfangen. Ja, das hat mir gerade leider auch nicht geglückt. Prima. Das heißt, wir starten jetzt auch einfach direkt in die Runde rein. Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ne, wir haben gerade schon darüber diskutiert mit dem Chat, wie sieht das hier aus von wegen Diskussionsmöglichkeiten mit dem einen Ring. Ist der jetzt schon geöffnet worden? Wie viel wird der wert sein? Tauscht euch ruhig im Chat aus. Wenn wir die Zeit finden, dann versuchen wir natürlich damit einzusteigen. Gut. Okay, ich darf anfangen, ne? Ja. Ich spiele einen Wald. Okay. Und du bist dran. Das hat der Jörn vorhin auch gemacht. Ich habe aber einen Sumpf und bin fertig. Ist es Ihnen denn gut ergangen? Er hat in beiden Spielen diesen Halbling, der ein farbloses Mana macht, beziehungsweise für legendäre Karten. Ein farbiges Mana macht. Okay. In Foil hat er ihn aufgemacht. Ich spiele Wald. Das sind auch die Hobbit-Farben. Ja, das sind auch die Hobbit-Farben. Ich bin auch ein bisschen Hobbit-lastig, das könnte wohl so sein. Und würde dann für 2 Mana den Reiter der Ostmark spielen. Also ich mag sowieso die Kreaturen aus Herr der Ringe. Wachsamkeit. Immer wenn der Reiter der Ostmark einen Goblin oder Ork Schaden zufügt, zerstöre jene Kreatur. Mhm. Und ja. Ich sag mal, schwarz kommt da vielleicht nochmal ein Ork oder ein Goblin vor. Das könnte vorkommen, ja. Dann würde ich dir die Runde geben. Gut, dann ziehe ich eine Karte. Dann habe ich ein Gebirge. Und bin fertig. Das ist schön. Ich spiele eine Ebene. Spiele für... Für 2 Mana. Mhm. Ah, falsch. Ich muss ein grünes tippen. Da muss ein grünes bei deinem, okay. Die Pfadfinderin der Vosen. Die Pfadfinderin der Vosen ist eine klassische Mana-Kreatur, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe, hat aber, was mir eben den Arsch gerettet hat und was ich hier nur mal offiziell einmal sage, für 7 Mana und tappen. Eine andere Kreatur deiner Wahl hält +3/+3 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Das kann am Ende des Spiels relativ gut sein. Genau, ich habe da einen schönen, dicken, fetten Baum, der Reichweite hat, okay. vom Board fegen dürfen. So, und da der Wachsamkeit hat und du noch nichts liegen hast, würde ich gerne dich mit 2/2 angreifen. Dann kriege ich 2 Schaden. Und dann wärst du jetzt dran. So, du möchtest Orks haben, du kriegst Orks. Ich habe die Ork-Bogenschützen. Die haben nämlich Aufblitzen, wenn die ins Spiel kommen oder immer wenn du deine zweite Karte, eine Karte ziehst, außer der ersten, die du in jedem Zug in deinem Zielsegment ziehen würdest, fügen die Ork-Bogenschützen einem Ziel meiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Achso, jetzt schon bei dem Reinkommen? Ja, wenn sie ins Spiel kommen. Okay. Und ich führe Ork auf Marsch 1 durch. Dann gehe ich in meinen Zug. Mhm. Ja, und weil Ork auf Marsch 1 nicht genug ist, rufe ich jetzt die Heere von Moria zusammen und das heißt, ich kriege einen Schatzspielstein und führe Ork auf Marsch 2 durch. Das heißt, hier kommen 2 1-1 Marken drauf. Mhm. Und jetzt würde ich den Schatz opfern für ein schwarzes und mit der Peitsche des Balrogs, weil ich eine Kreatur opfere, und zwar diese Kreatur zerstören. Also entweder müsste ich 4 Mana mehr zahlen oder eine Kreatur opfern.
Und du zerirp und jetzt zerstörst du meine Kreatur. Genau, und dann greife ich dich für 3 an. Das ist gemein. Und dann bin ich fertig. Ich wurde gerade schon als stinkender Ork bezeichnet. Also riechen kann ich nichts. Danke. Dann setzen 3/3 Ork. Genau. Dann spiele ich für 1, 2, 3, 4 Beowin, Herrin von Rohan. Ah, die ist auch gut. Zu Beginn in deinem Zug erhält eine Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges entweder Erstschlag oder Wachsamkeit, kann ich entscheiden. Falls jene Kreatur ausgerüstet ist, erhält sie stattdessen bis zum Ende des Zuges Erstschlag und Wachsamkeit. Ausrüstenfähigkeiten, die du aktivierst, kosten beim Aktivieren 1 Mana weniger. Und sie ist 4 hinten, ne? Sie ist 4 hinten. Okay, dann bin ich. Ja. Du darfst ein Land noch enttappen, die kostet nur 3. Dann habe ich noch einen Sumpf und für 2 spiele ich die Vorhut der Ostlinge. Das ist eine 2-1-Kreatur. Wenn die stirbt, führe ich Ork auf Marsch 1 durch. Mhm. Angriff für 3. Mhm. Lass ich durchgehen. Okay. Dann bist du dran. Ich spiele einen Wald. Mhm. Spiele für 2 Mana die Blüte des weißen Baumes. Meine Promo heute. Ja. Legendäre Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+1 und haben Abwehr 1. Also ein farbloses Mana oder ein generisches Mana. Und nicht legendäre Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Also sind wir quasi schon in der Endsequenz des dritten Teils angekommen. Richtig, das ist, aber er blüht schon wieder. Ja, ja, aber genau, im Endeffekt, ne. Ansonsten ist Eowyn ja nie da gewesen. Genau. Gut, dann spiele ich für 3. Glorfindel, furchtloser Retter. Immer wenn du Hellsicht anwendest, bestimme eines und Glorfindel, furchtloser Retter, erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Also +1/+1 spiele ich sowieso, wenn ich Hellsicht anwende. Und Glorfindel muss in diesem Zug geblockt werden, falls möglich. Glorfindel kann in diesem Zug in jedem Kampf von höchstens einer Kreatur geblockt werden. Das ist die andere Fähigkeit, ne? Genau, okay. Genau. So. Meine Kreatur bekommt jetzt bis zum Ende des Kampfes Erstschlag und Wachsamkeit und greift dich an. Erstschlag oder Wachsamkeit, sorry. Genau. Sie hat in dem Fall Wachsamkeit. Okay, ich würde blocken. Okay. Das heißt, er stirbt? Ja, wieso? Weil der nur 1 hinten hat. Er stirbt, ich wollte gerade sagen, sie nicht. Jetzt war ich gerade verwirrt. Ork auf Marsch 1 durch. Weil der gestorben ist. Genau. Okay, gut. Dann wärst du dran. Dann habe ich für 2 Mana den Marsch aus dem Schwarzen Turm. Wenn diese Verzauberung ins Spiel kommt, wende ich Ork auf Marsch 1 durch. Ach du Scheiße. Und immer wenn eine Ork-Armee angreift, führe ich Ork auf Marsch 1 durch. Das heißt, du wirst dann schnell größer. Genau, ich würde jetzt angreifen wollen. Der geht hoch, der ist 6 vorne. Der ist 6-6 jetzt. 6-6. Yep. Dann würde ich die Eowyn mitnehmen. Und dann habe ich jetzt für 3 Mana noch den Untergang der Kaer Andros. Bedeutet, immer wenn eine Kreatur, die mein Gegner kontrolliert, überschüssigen Nicht-Kampfschaden zugefügt wird, führe ich Ork auf Marsch X durch, wobei X dieser Schaden ist. Wenn ich ihm jetzt 5 Schadenspunkte schießen würde, hätte er einen überschüssigen, dann führe ich Ork auf Marsch 1 durch. Und für insgesamt 8 Mana kann ich einer Kreatur meiner Wahl 7 Schadenspunkte zuschießen. Und du bist. Verzauberung. Mhm. Für 2 bekomme ich den Speer von Lothlorien. Immer wenn du Hellsicht durchführst? Oder wenn du machst Hellsicht jetzt. Wenn der Speer aus Lothlorien angreift, wende Hellsicht 1 an. Aber der kann noch nicht angreifen, weil er noch keine Highlight. Aber der kann angreifen. Für 5, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Bin ich auf 13. Dann bin ich? Ja, ich hab.
Mir gehen die Optionen aus. Dann habe ich Mahur, Hauptmann der Urukai. Bedrohlichkeit 2-2. Und falls ich ein oder mehrere Marken auf eine Ork-Armee, einen Goblin oder einen anderen Ork legen würde, lege ich stattdessen so viele Marken plus eine drauf. Sind das auch diese, genau. diese Ork-Armee-Dinger? Genau. Sind das auch plus eins Marken, also wenn in dem ich Sinne? Das, was du an Aufmarsch durchführst, ist die Anzahl an 1 plus 1 Marken, die du drauflegst. Okay, also die gelten auch und würden entsprechend... Genau, also wenn ich jetzt nochmal irgendwie auf Ork-Aufmarsch 1 durchführe, zum Beispiel hierbei, würde ich stattdessen 2 Marken drauflegen. Eidelitzka. Und dann habe ich ein Land. Und dann bist du dran. Okay, dann spiele ich für 2 Mana. Frodo Beutlin. Immer wenn Frodo Beutlin oder eine andere legendäre Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, führt der Ring dich in Versuchung. Ich bin jetzt also in Versuchung 1. Dein Ringträger ist legendär und kann von Kreaturen mit größerer Stärke nicht geblockt werden. Ja. Ne? Jetzt muss ich eben überlegen, wer denn wohl der legendäre Ringträger sein könnte. Das wäre ja schön, wenn der das wäre. Na, der Lore müsste es Frodo sein. Nein, ist vollkommen in Ordnung. Genau, aber ich glaube, dass das besser ist, schlauer ist, wenn ich das da hin mache. Ja. Und wäre dann nämlich legendär und hat automatisch auch plus 2, plus 1. Ja. So, und einer hat 2-2 Bedrohlichkeit. Mhm. Der kann nicht angreifen. Der wohl. So, und wenn du Hellsicht anwendest, bestimme eines. Glorfindel, Fuchtlerseiter, erhält plus 1 bis zum Ende des Zuges. Glorfindel muss in diesem Zug geblockt werden, falls möglich. Ja, das ist doch schön eigentlich, ne? Könnte ich deinen doofen Ork wegmachen. Du hast nicht Hellsicht durchgeführt. Genau, aber wenn ich mit ihm angreife, mache ich aber Hellsicht. Möchtest du ja. Genau. Ne? Also deswegen würden diese beiden Herren jetzt miteinander angreifen. Mhm. Damit würde ich Hellsicht 1 ausführen. Derie würde jetzt plus 1 bis zum Ende des Zuges kriegen. Und muss er geblockt werden oder kann er nicht geblockt werden? Der muss geblockt werden. Das ist deine Entscheidung. Okay, ja, der dann muss geblockt. Ich ihn blocken. Dann kriege ich insgesamt von ihm hier 3. 3. Ja. Genau, weil er legendär ist. Jetzt habe ich noch 2 Mana. Kann ich noch irgendwas machen? Habe ich noch was vergessen? Ne, sieht nicht danach aus. Dann darf ich? Dass der legendär geworden ist, das hat nichts damit zu tun, dass eine legendäre Kreatur ins Spiel gekommen ist. Nein, das ist durch den Ring. Ah ja, das war ja durch den Ring. Den Ring ist legendär. Nee, okay, klar, logisch. Ja, dann geht's weiter. Ich mein Zug. Ich mein Land. Okay. Dann bist du. Mir geht's ähnlich. Ich spiele auch ein Land. Mhm. Also Mana haben wir genug. Jo. So, jetzt habe ich aber bei dir relativ freie Bahn. Ja. Die greifen an. Ich mache jetzt Hellsicht 1 wegen dem hier. Dann bekommt plus 1. Ob der jetzt geblockt oder nicht geblockt werden dürfte, ist wahrscheinlich total egal. Ne? Mhm. Und der macht dann, machen die auch schon ordentlich Schaden. Also 3, 5, 3. Ne? Das sind 11, ne? Ja. Vorm Schaden würde ich dem 7 Schadenspunkte schießen. Ach, mit dieser komischen. Also, und dann würde ich auch noch, also bevor die Claire Defender, ne? Ich kann dann ja noch blocken. Wie viel hat er denn hinten? Der hat insgesamt 4 hinten. 4. Ja. Das heißt, ich kriege einen 3-3er. Mit dem 3-3er würde ich dann den Frodo Beutlin blocken. Und weil der ja tot ist. Okay. Das war jetzt, darf ich nochmal eben einmal den Zusammenhang kurz? Ja. Das war dieser hier. Je nachdem, wie viel Schaden drüber geht. Wenn er 4 hinten hat, gehen bei 7 3 Schaden drüber. Deswegen ist die Armee 3-3 groß. Und der hat 4, weil er hier den 1 plus 1 kriegt, ne? Genau. Und der hier macht ihm noch plus 1 plus 1. Ja. Okay, also deswegen und dann ist er würde ich tot. In den Block gehen und den Frodo Beutlin blocken. Frodo Beutlin blocken, der auch tot wäre. Ja, und ich würde dann da wieder 3 kriegen. Okay. Das war nicht schön. Dann spiele ich den Schildknappen des Königs für 5 und tappen. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Diese Fähigkeit kostet bei Aktivieren 2 weniger, falls du eine legendäre Kreatur kontrollierst. Hast du ja. Ja. Okay. Weiter geht's. In meinen Zug. Dann würde ich. Habe ich die Hellsicht eigentlich gemacht? Ja, ja, hast du. Ja, gut. Dann würde ich dem jetzt 7 Schadenspunkte schießen. Das kannst du einfach immer jetzt so machen, ne? Für.
halt zurück, ich bin tot. Das kostet 8 Mana, ich habe nur 7 Mana hier liegen. Okay, da hättest du gerade gar nicht gekonnt. Nein, deswegen. Das war ein unwürdiger Sieg, aber ich nehme ihn. Nein. Wenn Fehler da sind, dann müssen wir die auch eingestehen. Das kostet ein rotes plus 7, nicht 7 in der Summe. Das heißt, ich bin hier nicht auf 7, sondern ich bin tot. Das heißt, du bekommst jetzt hier bei deinem Deck einen blauen Würfel für eine 1 hin. Ich hoffe, das kann man dort auch sehen. Das würde heißen, dass ich das erste Spiel gewonnen habe. Die erste Runde ist an dich gegangen, genau. Na, guck mal. Kriegen wir den Ring wieder weg. Übrigens, also ich finde, war total überrascht. Ich hatte mich vorher mit den Mechaniken leicht beschäftigt, aber ich bin überrascht, wie stark diese Ringträgermechanik da ist. Ne? Also das ist, jetzt hat sie noch nicht so doll, aber allein dieses Legendär hat mir jetzt schon geholfen. Ja, die hat es geholfen. Ich habe, glaube ich, gerade das zweite Spiel dadurch gewonnen, dass ich halt dreimal angreifen konnte, ungeblockt, und konnte Karten ziehen, abwerfen. Also das ist eine bockstarke Sache. Also jetzt weiß ich nicht, ob das auch bei Sets, wenn man jetzt mal nicht im Herr-der-Ringe-Bereich unterwegs ist, ob das dann noch cool ist, aber solange man jetzt hier so nur Herr-der-Ringe-Sachen gegeneinander spielt, ist das echt geil. Ja, ich denke schon, also viele werden dann auch die Sachen ja im Commander sehen, ob es sich da spielen lässt, weil es ist ja ein verkapptes Commander-Set. Mhm. Ja gut, ich meine, wir haben auch gerade für 220 Euro neue Commander-Decks gekauft. Ja, viele zumindest. Es bietet sich aber halt auch einfach an. Ja. Gut, ich fange aber diesmal an. Mhm. Weil das ist für mich, glaube ich, du dürftest anfangen. Nee, du musst nicht anfangen. Doch, ich möchte anfangen. Passt. Ja. 3 hier und 4 da drüber. Okay. Ich halte. Ich muss noch eben dreimal drüber gucken. Ja, ich halte auch. Gut, dann fange ich mit einem Sumpf an und spiele einen Geist der toten Sümpfe. Nicht hingucken, sonst fällst du rein in den Sumpf. Ach, diese sind das. Genau. Und zwar, wenn der ins Spiel kommt, darf ich Hellsicht 1 durchführen. Und wenn der im Friedhof liegt, kann ich 3 Mana zahlen und den getappt zurück ins Spiel bringen unter meiner Kontrolle. Geht nur, wenn ich eine legendäre Kreatur kontrolliere. Okay. Das heißt, Hellsicht 1, bleib oben drauf liegen. Du bist dran. Ich spiele einen Wald. Ja. Tappe diesen Wald, spiele viele Abschiede, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, zeige sie offen vor, erzeuge einen Speisespielstein. Du suchst dein Land, ich suche nach Speise. Ich habe nämlich gerade meine letzte Speise abgegeben. Sekunde, ich muss eben gucken, was ich an Ländern überhaupt auf der Hand habe. Ja. Das wäre so doof nicht, ne? Hinweis, Schatz, Engel, Hund, Katze, Maus. Ich habe selber einen, warte, ich kann ihn gleich rausholen. Vielleicht bin ich ja schnell genug. Ich nehme einen Wald, nehme den auf meine Hand. Ja, ich glaube, du musst wirklich bei dir gleich. Ja, ich habe, dauert nicht lange. Ich wollte nur eben einmal dann halbwegs ordentlich mischen. Ja, dann darf ich. Ich hole noch meine Speise raus. Sorry, ich bin nicht so ein hektischer Spieler. Wenn ihr euch Langeweile will, liegt das an mir. Nein, Speise. So, weiter geht's. Gut, nicht, dass du dich vertust, dass er da in den Friedhof legen würde. Das tut er ja nicht. Tue ich ihn genau. Da hinlegen. Ich habe Baradur. Das legendäre Land. Das kommt getappt ins Spiel, wenn ich keine legendäre Kreatur kontrolliere. Es macht auf Tappen ein schwarzes oder aber ein schwarzes und Doppel-X. Darf ich Ork auf Marsch X durchführen? Ja. Und das darf ich nur machen, wenn in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist. Du hast aber nicht zufällig wirklich alle Ork auf Marschkarten gekriegt. Also ich hatte auch echt mit Schwarz und Ork auf Marsch versucht. Aber ich greife dich für 1 an. Ja, dann werde ich wohl 1 opfern müssen. Ja, du bist dran. Ich habe sehr viele Ork auf Marschkarten gezogen. Okay, ich spiele einen Wald. Mhm. Würde dann für 2 Mana die Pfadfinderin der Vosen spielen. Die hatten wir eben schon einmal. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal erklären. Nee, genau. Also, wenn es neue Sachen sind. Und dann würde ich abgehen. Tappich. Habe ich ein Gebirge. Und für ein schwarzes und ein rotes die Orkbogen schützen. Wenn die ins Spiel kommen, führe ich Ork auf Marsch 1 durch und darf einen Schadenspunkt schießen. Das hatten wir doch eben schon mal, ne? Hast du das genauso gemacht, ne? Und wieder für 1 angegriffen. Ja. Und du bist dran. Eine Ebene und würde dann
für 3. Ja, wir sind hier heute auch wirklich zum entspannten Spielen nur da. Arwen, die sterbliche Königin. Eine Indestructible Counter. Genau, Arwen, sterbliche Königin, finde ich ein bisschen seltsam, dass sie sterblich heißt, aber die kommt mit einem Unzerstörbar-Mark ins Spiel. Aber sie ist ja und sterblich. Ja, aber die sterbliche, ja, ist nachher erst sterblich geworden, wenn wir es mal ganz genau nehmen. Ja, das kommt ja mit ihrer Zweifeligkeit, wenn du die Marke runternimmst. Genau, wenn ich eine Marke runternehme, kann ich eine andere Kreatur unzerstörbar werden lassen bis zum Ende des Zuges und ich kann eine +1/+1 Marke und eine Lebensverknüpfungsmarke auf die Kreatur legen, also Aragorn war es, ne? Und eine +1/+1 Marke auf und eine Lebensverknüpfungsmarke auf Arwen legen. Also die werden beide dann länger leben und wenn es Aragorn ist, ne? Na, Aragorn ist jetzt ein Scherz. Ja, ja. Alles klar. Okay, dann geht's weiter. Dann bin ich dran. Tippe ich die Karte. Dann habe ich für 3 Mana, weil du gerade da so schön von gesprochen hast, das Buch von Marzabul. Okay. Ich führe Ork auf Marsch 1 durch. Mann, die Fresse. Zweite Phase wäre, ich führe Ork auf Marsch 2 durch. Mhm. Dritte Phase ist, alle meine Kreaturen erhalten +1/+0 und Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Dann kann ich nicht mal blocken. Das ist richtig. Aber Arwen blockt jetzt gerade wie blöd alles weg. Ich bin fertig. Fehlt mir leider Mana. Das ist sehr doof. Ich spiele für... Das ist genauso wie mit dem Gimli, der war gerade auch unzerstörbar. 3 Peregrin Tuck. Ja. Falls ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen würden, wären stattdessen jene Spielsteine plus ein zusätzlicher Speisespielstein erzeugt. Opfere 3 Speisen, ziehe eine Karte. Jawohl. Und du bist dran. Den tapp ich. Dann ziehe ich eine Karte. Dann gehen wir hier einmal weiter und ich führe Ork auf Marsch 2 durch. Dann ist die jetzt 4-4 groß, die Armee. Und für Bedrohlichkeit oder wie war das? Nee, Bedrohlichkeit kommt erst bei der nächsten Phase. Okay. Und weil wir in der nächsten Phase das auch machen wollen, spiele ich jetzt noch einen kampfgezeichneten Goblin. Ja, der ist 2-2. Und wenn der geblockt wird, fügt er jeder blockenden Kreatur einen Schadenpunkt zu. Okay. Ja. Eine legendäre Kreatur, ein legendäres Land hilft leider nicht. Ich möchte aber nicht, dass du mehr Speisespielsteine kriegst. Ich habe nämlich die Peitsche des Balrogs. Ich opfere den Geist der Totensümpfe, um diese Kreatur zu zerstören. Ach, Menno. Und dann bin ich fertig. Ja noch auf soliden 18. Ich kriege aber keine. Ja. Ich spiele für 3 den Pfeilregen. Ja. Oder zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung oder eine fliegende Kreatur deiner Wahl. Ich würde es mal mit der Verzauberung versuchen. Diese hier? Ja. Okay, das passiert. Du darfst Helldicht 1 beführen. Oh. Steht da noch bei. Da hast du recht. Das ist an sich sehr schön. Ja, ich glaube, das ist sogar sehr schön. Ja? Ja. Dann gehe ich in meinen Zug, ziehe eine Karte. Die ist jetzt gut. Das war eine gute Karte. Ich habe nämlich die Wurfmaschine aus Mordor. Ein 1-4 Verteidiger. Immer wenn ich mit einem oder mehreren Goblins oder anderen Orks angreife, erzeuge ich einen 2-1 fliegenden farblosen Artefakt-Konstruktspielstein mit Flugfähigkeit. Ah, der geht an mir vorbei. Wurfgeschoss. ich würde dich jetzt auch einmal angreifen wollen. Mhm. Zwar mit diesen beiden. Da die Wurfmaschine triggert, ich kriege hier einen Spielstein, der dich jetzt mit angreift. Der wird am Ende des Zuges geopfert. Der macht dann hui. Okay. Die beiden Goblins, die hier oben am Stein festhängen. Okay. Ich blocke den hier. Dann kriegt Arwen einen Schaden schon mal und dann würde der normale Kampfschaden kommen. Da sie unzerstörbar ist, passiert nichts weiter, aber du bekommst 6 Schaden in der Summe. Dann stirbt dieser lustige Goblin. Oder dieses Wurfgeschoss ist es ja nur. Und dann bin ich fertig. Überraschenderweise weiß ich jetzt, was ich kriege. Ja. Für
drei Mana. Mhm. Spiele ich, passt auch irgendwie zu ihr, Galadriels Fiole. Ja. Falls du eine Karte ziehen würdest, während du keine Karten auf deiner Hand hast, ziehe stattdessen zwei Karten. Ja. Falls du Lebenspunkte dazu erhalten würdest, während du fünf oder weniger Lebenspunkte hast, erhältst du stattdessen doppelt so viele Lebenspunkte dazu. Ja. Und für Tappen erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Ah, okay. Ein Mana-Rock. Ein guter Mana-Rock. Ein ziemlich guter Mana-Rock. Ja, ich finde den auch ganz nett. Vor allen Dingen, also ich sag, eben hat mir einmal geholfen, weil ich halt wirklich kartenlos war. Ja. Und wenn man dann immer zwei Karten ziehen darf, ist es nicht ganz ohne. Ah, vorsichtig. Was ist, ach so, der macht... Wenn du mehr als eine Karte ziehst, oder alle Karten außerhalb deines Ziehsegments neben der ersten, schießt der einen Schaden und ich mach die Orkarmee größer. Okay. Das wollte ich nur gesagt haben. Ja, okay. Ist nett, dass du es sagst. Ja. Gut, du bist dran. Ich bin dran, dann gehe ich in den Zug, enttappe, ziehe eine Karte. Würde dich wieder mit der Orkarmee angreifen wollen. Das heißt, hier kommt wieder so ein Wurfgeschoss hinzu. Ja. Die Orkarmee block ich. Ja, und dann kriegst du zwei. Das ist doch gemein, von so einem dämlichen Wurfgeschossen getötet zu werden. Am Ende des Kampfes muss ich die Kreatur opfern. Hm. Dann habe ich ein Land für diesen Zug und es ist eine Kreatur bei mir gestorben. Ich würde Baradurma benutzen wollen und Orkarmee auf Marsch 2 durchführen. Das ist ja 6-6. Ja. Und du bist. Mensch, ich sterbe daran, dass ich einfach zu wenig Mana habe. Naja, sie blockt mir jetzt halt konstant weg, ne? Also was soll ich sagen? Okay, ich würde jetzt mal für 1, 2, 3. Das müsste gehen. Deine Ork-Armee. Ins Exil schicken. Ins Exil schicken. Ja, das klappt. Dann würde ich hoffen, dass ich noch eine Runde überlebe. 4 war das, ne? Das hat, ne, 3. Ich darf, den noch hoffen. Ja. Okay, du bist dran. Dann gehe ich in meinen Zug, enttappe, ziehe eine Karte. Würde dich mit dem hier mal angreifen. Überraschung, das ist ein Ork. Es kommt ein Wurfgeschoss. Ach, da kommt wieder der Wurfgeschoss vorbei. Ja. Ja, dann block ich den. Dann stirbt der, du kriegst 2 Schadenspunkte, ich muss den opfern. Dann habe ich für 2 Mana den Marsch aus dem schwarzen Tor. Das heißt, ich kriege wieder einen für 1. Und ich benutze Baradur noch, um noch einen draufzulegen. Nicht so, dass ich die gerade weggemacht hätte. Ja, das ist wahr. Du bist dran. Das Tor ist aufgegangen, die kommen jetzt raus, die Jungs. Länder, aber ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen spät mit meinen Ländern. Immer wenn der flinke Hobbit angreift, kannst du eine Speise opfern oder 3 Mana bezahlen. Wenn du dies tust, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Jawohl. Jetzt könnte ich, einfach mal für 3 Mana ein Kettenhemd aus Mithril spielen. Ja, das ist auch noch, ja. Und das würde sich jetzt wunderbar an den Hobbit anschmiegen. Alles klar. Die ausgerüstete Kreatur hat Unzerstörbarkeit. Ja. Leider fliegen mir immer noch diese Steine um die Ohren. Das ist das Elend an der ganzen Geschichte. Ja. Ne? Aber gut, du bist dran. Dann habe ich sichere Karte. Dann würde dementsprechend die Ork-Armee angreifen. Ich führe hier wieder auf Marsch 1 durch und
das Geschoss kommt. Okay, glaube ich den. Mhm. Den Fliegenden kann ich nicht blocken. Okay. Dann stirbt der. Und dann spiele ich einen knurrenden Warg. Der ist 3-4. Bedrohlich. Wenn ich einen Ork oder einen Goblin kontrolliere, ist der plus 1, plus 0. Also der ist 4-4 bedrohlich jetzt gerade. Mhm. Und dann bist du dran. Spiele ich für 1, 2, 3, 4. Spiele ich den Träger in Beutelsend. Ja. Immer wenn der Träger ins Beutelsend angreift, erhält er bis zum Ende des Zuges plus x, wobei x gleich die Anzahl an legendären Kreaturen ist, die ich kontrolliere. Zurzeit, ne? Zurzeit eine. Ja, okay. Und du bist dran. Dann enttappe ich. Und ich werde an diesen blöden Fliegedingern sterben. Ich würde mal sagen, dass die Arwen ihm zwei Schadenspunkte zufügt. Das ist also die Sache, ich kann eine Kreatur bestimmen, die ein Gegner meiner Wahl kontrolliert. Die fügt einer anderen Kreatur, die dieser Spieler kontrolliert, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Da die beiden unzerstörbar sind, ist das so rum blöd, deswegen machen wir das so rum. Das heißt, der hat schon zwei Schaden. Und der Ring führt mich in Versuchung. Okay. Das heißt, die Kreatur kann nicht. Okay, der wird 4 groß. Der ist schon 4 groß, das ist eigentlich egal. Das heißt, das ist jetzt mein Ringträger, der Hund. und ich würde angreifen wollen. Mit den beiden. Das heißt, ich führe hier wieder einmal Ork einmal durch und das Wurfgeschoss kommt hinzu. Okay. Jetzt muss ich den mit Bedrohlichkeit blocken. Der muss mit zwei Kreaturen geblockt werden. Ja, wenn du den nicht blockst, wärst du quasi, weil der 4 vorne hat, tot. Und also du musst beide Kreaturen blocken. Die blocken den, der blockt den. Okay, das heißt, die beiden tauschen. Der stirbt, mein Ring fällt auf den Boden. Oder wie viel haben die? Die haben 3 zusammen vorne. Ne, dann überlebt der. Das heißt, mein Ring bleibt da. Und du kriegst 2. Gehst du auf 4 runter. Und dann dementsprechend benutze ich wieder Baradur. Und führe Ork auf Marsch 1 durch. Und dann bin ich fertig. Ich kriege einfach nicht das Passende. Na egal. Okay. Ich spiele für 2 Mana. Reiter der Ostmark. Ja. Wachsamkeit. Immer wenn der Reiter der Ostmark einem Goblin oder einem Ork Schaden zufügt, zerstöre jene Kreatur. Ja. Ich habe viele Orks und Goblins. Und ich würde dann für 3 Mana die Ausrüstung an ihn anlegen. Okay. Dann bin ich leider. Ja, leider auch schon wieder. Okay. Am Ende. So, jetzt habe ich den Warg, ziehe eine Karte. Was auch die Stats so blöd verteilt, ne? Ich greife an. Die Ork-Armee greift an. Das heißt, der Marsch wird getriggert. Die ist 2 groß und der ist für 4 und das Wurfgeschoss kommt hinzu. Hui! Ich kann den einfach nicht zerstören. Dem Warg ist kein der hat zwar einen Ork bei. Der ist nur bedrohlich. Der ist nur bedrohlich, hat er kein Ork bei. Ja. Und der ist 2-2 im Moment, ne? Der ist 2-2. Okay, dann blocken die beiden den Warg und der den Die Ork beiden blocken den Warg. Ja. Das heißt, der würde sterben. Ja.
der Ork stirbt, der bleibt liegen, der bleibt liegen. Mhm. Und du bekommst 2, gehst auf 2 runter. Mhm. Zack, ich benutze Baradur für x gleich 2. Das heißt also, ist die Armee wieder 2-2. Weil in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist und du bist dran. Spiele für 2. Das ist doch scheiße, ich muss irgendwie. Ich opfer erstmal meine Speise, um meine 3 Lebenspunkte zu kriegen. Darf ich nicht? Falls die Lebenspunkte dazu halt, während du 5 oder weniger hast, erhältst du stattdessen doppelt so viel. Na, guck mal, dann krieg ich sogar 6 oder 1, 2, 3. Stimmt. Guck mal. Dann habe ich ja vielleicht noch einen Moment länger am Leben. Ach, jetzt habe ich hier falsch getippt. Ich hoffe, das nimmst du mir nicht. Da ist noch Weißes da. Achso, da habe ich auch noch Weißes. Das wäre vollkommen egal. Und die beiden. Also du brauchst doppelt Weiß. Aber ja, genau. So rum habe ich jetzt getippt. Ja. Dann spiele ich jetzt für 2 Weiße. Mhm. Spiele ich die. Ja. Blüte des weißen Baumes. Legendäre Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+1 und haben Abwehr 1. Nicht legendäre Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Okay. Da bin ich konform mit. Das bedeutet nicht, dass ich irgendwie länger am Leben bleibe. Mit dem angreifen. Das ist ein 1-4er Blocker halt. Und das ist halt kein Ork, ne? Nein, das ist eine Mauer. Mauer, die von Orks bedient wird, aber kein Ork. Nein. Das ist doch gemein. Der hat jetzt 2-2, das ist nicht 4. Ja, du bist dran. Ach halt, stimmt, der hat gar keine 2-2. Hm. Der hat ja die 3-3 hat er ja, ne? Ja, ja. Guck mal, da kommt der für 3 angerannt. Mhm. Und der kommt mit dazu. Und der hier kommt auch mit dazu. Okay. Gut, dann blocken die beiden den Wag. Und 5 gehen durch. Darf ich nicht? Mit größerer Stärke, doch, das funktioniert. Das heißt, du kriegst 5, ja. Der Wag stirbt jetzt in dem Fall aber, weil, glaube ich, 3 und 4 sind 7. Ja. Ne? Das heißt, der Ring fällt auf den Boden. Dann stirbt der am Ende des Kampfes. Und dann würde ich Ork-Aufmarsch durchführen in Höhe von 3. Das heißt, der ist 6-6. Und du bist dran. Ja. Dass ich für 1, 2, 3, 4, 5, 6 den Adler des Nordens spiele. Ja. Alle deine Kreaturen erhalten +1/+0 bis zum Ende des Zuges und der Schlag. Ja. Okay, so und jetzt würde. Der ist momentan 2-2 Wachsamkeit. 4-3 ist der im Moment. Und er hält noch ein, also ist 5. Das hilft mir aber gar nichts gegen dieses. Gegen diesen. Ah doch, wenn der Schaden macht, ist die weg. Ja. Okay, das heißt, also, der greift an mit Wachsamkeit. Für wie viel Schaden? Dann müsste der 5 haben. +1 und +2 sind 4, wenn ich mich nicht verrechne. Also der hat, genau, von diesen jetzt +2/+1 sind 4. Nee, der ist nicht legendär. Nur legendäre kriegen wir. Ah, nee, +1/+1, okay, 3, sorry, hast du recht. Sind 4, ne? 4, ja. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann bist du dran. Dann enttappe ich mal. Dann ziehe ich ein Kärtchen. Und dann, ja, das ist natürlich doof, aber ich habe einen Sumpf gezogen für 2 Mana. Würde ich jetzt, die haben Abwehr 1, ne? Ja, die legendären. Ja, ich würde die Arwen als Ziel wählen. Die Arwen schießt ihm mal jetzt 4 Schaden. Die schießt dem Vogel 4 Schaden? Ja. Und der Ring führt mich in Versuchung. Ich bestimme den Ork als Ringträger.
So, dann würde ich dich angreifen wollen. Mhm. Das heißt, die Armee geht auf 7-7 hoch. Und das Wurfgeschoss kommt hinzu. Ich blocke den. Ja, das ist okay. Das heißt, weil der den geblockt hat, steht der. Du kriegst 2. Der Ring fällt jetzt zu Boden. Der ist auch weg. Und ich kann Ork-Armee auf Marsch für x gleich 2 durchführen. Wieder ein 2-2er. Ja, das Land ist halt auch unglaublich stark, muss ich sagen. Ja, das ist krass. Aber dass du überhaupt so diese Sachen alle jetzt so passend zueinander in sechs Booster gekriegt hast, das ist schon irre, ne? Ich habe dem Jörn auch gerade gesagt, ich spiele alle schwarzen Karten bis auf 2. Alle. Krass. Und die passen auch schön zueinander. Du bist dran. Na super. Ich kann leider nichts gegen diesen Flieger-Ding da tun. Sollen wir dann ins Dritte gehen? Ja, ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas passieren kann, aber nein. Okay. Ich hatte Adler des Nordens hatte ich eine gewisse Hoffnung gelegt. Ja, die Adler sind es ja, die es am Ende rausreißen eigentlich. Ja, ja, immer schon gewesen. Die geheimen Helden von dem ganzen Kram. Ja. Nicht nur im Herrn der Ringe, sondern auch vorher schon beim Hobbit. So, ja, gut, dann schaffen wir noch ein drittes Spiel. Hoffentlich. Dann bist du jetzt auch so eine 1. Ja, ich krieg auch eine 1. Juhu. Nein, keine 4. 4 geht auch nicht. Also nicht bei Magic. Boah, aber diese Ork-Armeen, die sind aber echt lästig. Ja. Und ich habe halt, also die richtig starken, also ich meine, der Jörn hatte gerade zum Beispiel den Goblin für 2 rote. Der Doppelschlag hat 1-1. Mhm. Und wenn der Kampfschaden macht, schickst du die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil und kannst sie, glaube ich, bis zum Ende des nächsten Zuges spielen. Okay. Wenn der 2, also ungeblockt das erste Mal durchkommt, kannst du die obersten beiden ins Exil schicken und kannst die Karten dann. Immer wiederholen. Ja. Jetzt. Aber ja, der hat auch dieses blöde Kettenhemd gehabt. Mithril. Ja, genau. Ist doch gut. Machen wir so eben hoch. Es ist gut, aber er hat es so flavortechnisch auf Gimli gelegt, ne? Okay, passt ja auch irgendwie, wobei... Du hättest es auch auf den Frodo packen können. Ja, aber das wäre aber jetzt flavormäßig gut, aber ansonsten nicht schlau gewesen, oder? Ja, ja. Weiß gar nicht, kommt das erst in der, quasi in der Amazon Prime-Serie raus, dass Mithril eigentlich von Gimlis Familie geschmiedet wurde? Also ich wüsste nicht, dass das so... Also es war klar, dass das in dem Berg, wo auch der Smaug-Haus, dass das da angefangen hat mit dem Mithril. Das ist aber, glaube ich, dieselbe Geschichte, ne? Ja, ja. Das war ja auch nicht... Oh Gott. Bitte nicht zerfleischen! Das ist da gar nicht Gimli in der Serie. Ne. Oh. Genau. Ach Mensch. Ich heb mich ab, alles gut. Drei, vier, sieben. Ja, dann haben wir noch ein letztes Spielchen vor uns und schauen wir mal, wie das ausgeht. Sieht es denn zeitlich so aus, als wenn wir das schaffen können? Wir haben noch 16 Minuten. Irgendwas werden wir schaffen in der Zeit. Ich würde halten. Ich auch. Sehr gut. Das ist ja schon mal was. Ja. Und ich wäre dran, ne? Du darfst auch und du darfst auch nicht anfangen. Ja, ich glaube, dass ich anfangen möchte. Das habe ich mir gedacht. Ich glaube, dass ich anfangen möchte. Ich spiele eine Ebene. Und du wärst dran. Ich entscheide mich für ein Gebirge und bin fertig. Zack. Entspannte Spieler sind die besten Spieler. Ja, ja. Sind wir entspannt genug? Ich hoffe zumindest, dass wir jetzt auf niemanden Druck ausüben im Chat oder dergleichen. Okay. Ich spiele für 2. Ja. Die Reiter der Ostmark. Ja. Ich gebe dir auch was dafür. Darf ich? Ja. Du machst mir sofort wieder tot. Ja, ich muss nämlich jetzt mal. Es ist Zeit für die Musterung in Moria, in Mordor. Mhm. Das heißt, ich ziehe eine Karte und verliere einen Lebenspunkt. Und ich führe. Ork auf Marsch 1 durch. Hm. Weil ich mich so über Orks freue. Ja. Ich hätte, wo ich die reingebracht habe, habe ich nicht gedacht, dass ich den halben Abend gegen Ork spielen muss. Also die ist halt echt gut gegen mich. Du bist dran.
Ich kann gucken. Ork. So, was spiele ich denn jetzt? Ich spiele eins, zwei, drei. Mhm. Eowyn, Herrin von Rohan. Ja. Die sagt jetzt, dass der gute Mann jetzt auch noch Erschlag hat. Ja. Und der sich damit dann angreift. Ich nehme zwei Schaden dadurch. Das ist schön. Und dann bist du da. Gehe ich in meinen Zug. Ziehe eine Karte. Habe ich hier einen weiteren Sumpf. Und würde für zwei Mana Trennung der Gefährten wieder spielen wollen. Und sage, die Eowyn fügt ihm zwei Schadenspunkte zu. Und der Ring führt mich in Versuchung. Alle, hopp. Ork schnappt dir den Ring. Attacke für 1. Du kannst ihn nicht blocken, weil die Eowyn größere Stärke hat als er. Okay, mit 1. Genau. Und dann würde ich für ein schwarzes den Ork auch opfern, um die Peitsche des Balrogs auf die Eowyn zu spielen. Das heißt, ich zerstöre die Kreatur. Ach, Menno! Und dann bin ich fertig. Jo. Frodo Beutlin. Ja. Und du kriegst auch einen Ring. Ich krieg auch einen Ring. Wenn er ins Spiel kommt, ne? Nur wenn er eine andere legendäre unter deine Kontrolle ins Spiel kommt. Solange Frodo dein Ringträger ist, muss er geblockt werden, falls möglich. Okay. Aber ich kann den ja nicht blocken, falls möglich. Alles gut. Okay, du bist dran. Dann ich ein schwarzes und für 3 Mana würde ich dem Frodo, 2 Mana würde ich dem Frodo 3 Schadenspunkte schießen, dem Todlosen. Und er verliert Unzerstörbarkeit und falls er ins sterben würde, geht er jetzt ins Exil. Und ich bin fertig. Ja. Meine Fresse, ey, meine sterben schneller, als ich die gerade rausbringen kann. Das ist auch nicht schön. Spiele ich für 4 Mana. Ich spiele einfach weiter Karten, was soll ich machen? Ne? Celebron der Weiße. Immer wenn du mit einem oder mehreren Elfen angreifst, wendet Hellsicht 1 an. Immer wenn du Hellsicht anwendest, erhält Celebron der Weiße für jede Karte, die du dir auf diese Weise mit Hellsicht angeschaut hast, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Der ist gut. Ja. Ja, aber der ist doch gleich tot. Abwarten. Ich bin dran? Ja. Okay, ich ziehe eine Karte. Dann hätte ich für 3 Mana den Nazgul. Wenn er ins Spiel kommt. Genau, 1/2. Wenn er ins Spiel kommt, führe der Ring mich in Versuchung. Immer wenn, der wird dann noch der Ringträger. Und sobald ich vom Ring versucht werde, lege ich eine 1/1-Marke auf jeden Wraith oder Wraith, den ich kontrolliere. Der ist jetzt 2/3 und hat Todesberührung. Und du bist dran. Und ich kann jetzt, wenn der angreift, eine Karte ziehen und eine Karte abwerfen. Mehrere Spielstände unter deiner Kontrolle erzeugt werden stattdessen je nach Spielstand plus einen zusätzlichen Speisespielstein erzeugt. Jawohl. Und den hast du unter mir gucken, nicht.
Und der eine ist noch offen. Dann greife ich dich an. Dann Hellsicht 1. Bleibt oben, dann ist es ein Land vielleicht. er kriegt plus 1, plus 1, ne? Genau. Bis zum Ende des Zuges, oder? So ist das. 1, 2, 3, 4. Alles klar. Stopp. Ich spiele noch den Schildknappen des Königs. Ja, okay. Dann bin ich aber, ne? Ja. Dann soll ich ihm vorlesen, für 5 Mana und Tappen, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1 bis zum Ende des Zuges. Diese, diese Fähigkeit kostet beim Aktivieren 2 weniger, falls du eine legendäre Kreatur kontrollierst. Okay. Danke. Dann ziehe ich eine Karte. Ich würde sagen, wir greifen mal an. Was hat der jetzt? Der 2? 2, 1? Also ich kann ja nur mit einem 2er Kreatur... Also er könnte nicht blocken, die beiden könnten blocken. Genau, der hat aber jetzt 2, 3 oder zwei, was? 2, 3 hat er. Der hat Todesberührung in dem Moment und ich habe jetzt erstmal die Trigger, dass ich eine Karte ziehen darf und eine abwerfen kann. Okay. 2, 3. Ich nehme die 2. Okay. Dann habe ich den Marsch aufs schwarze Tor. Das hatten wir doch schon. Ich weiß, aber die Karte ist halt gut. Aber wie oft hast du die da drin? und dann würde ich für 1 den Token opfern und eine Peitsche des Balrogs auf den Celeborn spielen. Das heißt, ich zerstöre den. Und dann bist du dran. Okay, dann spiele ich für 3. Galadriel, ja. Arwen. Arwen ist es, das, sorry. Arwen ist es, Arwen. Und die beiden greifen dich an. Ja. Und du bist dran. Tapp ich. Ziehe die Karte. Für 3. Morias Heere. Schatzspielstein und Ork auf Marsch 2. Dann für 3. Eidberserker. 3-2. Wenn der ins Spiel kommt, versucht mich der Ring. 3. Mhm. Das heißt. Schon auf 3. So, dementsprechend, immer wenn der Ringträger von einer Kreatur geblockt wird, opfert jeder Beherrscher sie am Ende des Zuges. Ich würde aber jetzt mal nicht angreifen. Dein Zug. Aus dem Ostviertel. Mhm. Wenn der Bauer aus dem Ostviertel ins Spiel kommt, erzeuge einen Speisespielstein. Wenn du dies tust, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges plus 1 für jede Speise, die du kontrollierst, da es jetzt 2 Speisen sind. Genau, weil er bringt dir eine zusätzliche rein. Genau. Aber wem gebe ich jetzt? Das bringt mir aber nicht viel, wenn ich die jetzt angreifen lassen würde. Dann ist sie getippt, habe ich noch nichts von. Mhm. Der hat jetzt 2. Peregrin Tuck bekommt dann die. Der ist dann 4, 5, ne? Mhm. Und greift dich an. Dann Doppelblock. Mhm. Das sind 5 Schaden, die er bekommt. Mhm. Und. Die haben nur 4 hinten. Zusammen. Die haben 4, also sind beide tot. Okay. Mhm. Ja, die Speisen sind nicht weg, sondern die habe ich ja nur als dafür benutzt. Ne? Genau. Jo, dann geht's weiter. Ich ziehe eine Karte. Dann habe ich hier das. Oh.
Aber es sind ja keine Orks, die dich jetzt gerade angreifen. Also alles erst nochmal entspannt. Du bist dran. Ein Land. Sehr ja. Schön. Spiele ich für 2. Immer wenn er angreift, führst du Hellsicht 1 durch. So ist das. 1-3. Jawohl. So, jetzt haben wir da den, das komische. 3-4 und 1-4. 3-4. Todesbewirkung. Ja. Ja, du bist dran. Dann tapp ich. Warte. Wieder der Untergang der Kleandros. Heißt. Für 8 Mana, haben wir jetzt ja gelernt, schieße ich 7 Schaden an eine Kreatur und dementsprechend, wenn ich überflüssigen Schaden bei einer Nicht-Kampfschaden bei einer Kreatur mache, darf ich so viele Ork-Aufmarschen durchführen. Mhm. Und ich lege noch ein Land und du bist dran. Ich mache, bevor du fertig bist, noch eben für 2 Mana opfer ich eines von denen hier. Gehst du auf 20? Genau. Okay. Ups. So, machen wir nicht dran. Mhm. Habe ich auch mal Glück. Und spiele für, wahrscheinlich wird er schneller sterben, als ich gucken kann, aber ich spiele die Adler des Nordens. Jawohl. Wenn die Adler des Nordens ins Spiel kommen, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, +1/+0 und Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Ja. Was haben wir denn da jetzt? 1-4, 3-4, Todesberührung. Also du hast nichts, was vorne auf 4 kommt im Erstschlag, ne? Nee. Außer du hast kein Mana offen, um die Marke runterzunehmen. Nee. Ich kann aber auch nur eine Kreatur bei dir mitnehmen, ne? Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob mir das mit dem Hellsicht vielleicht weiterbringen würde. Den angreifen lassen, eine Hellsicht nehmen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ne, ich opfer so leicht meine Kreatur nicht. Du bist dran. Okay, dann gehe ich in meinen Zug. Bitte. Papam, papam. Sei mal dran. Was hast du? Du bist dran. Ich bin dran. Sei mal dran. Achso, okay, sorry, habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Alles gut. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Diese Fähigkeit, ach nee, brauche ich gar nicht so viel ausgeben. Kostet 2 mehr, weniger, wenn ich eine legendäre Kreatur kontrolliere. Also musst du 3 bezahlen. 1, 2, 3. Ja. Das ist gut. 1/+1. +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Und dann würde der Vogel dich angreifen. Dann würde ich 4 Schaden nehmen. 4 Schaden. Und dann würde ich jetzt für 3 Mana die Brandywein-Bäuerin ins Spiel kommt oder das Spiel verlässt, erzeuge einen Speisespielstein. 1 und habe ich den noch? Nee, den haben wir nicht mehr. Den haben wir schon vertötet. Dann bin ich? Dann bist du. Ja. Vorhut der Ostlinge. Wenn die stirbt, führe ich Ork-Aufmarsch durch. Mhm. Du bist dran. Oh. Ja, das heißt, du bist die Nummer 1. Achso, ich habe jetzt den ersten von 5, ja, ja. Ne? Ja, ja. Okay, dann spiele ich für. Ne, spiele ich
dasselbe Spielchen. Mhm. Mit 5. Für 3. Für 3, ja, genau. Ich lerne. Noch nicht. Ich lerne langsam, aber ich lerne. Alles gut. Für 3 und Deppen. Ja. Geht der. Und ich würde jetzt mit den beiden angreifen. Dann darfst du Hellsicht durchführen. Mhm. Aber die haben keine Wachsamkeit, ne? Nein. Das heißt, ihr habt es geklappt. Ja. Alle beide. Ja. Ich würde den blocken. Mhm. Und 4 Schaden nehmen. Mhm. Und weil er gestorben ist, auf Marsch 1 durchführen. Ja. Und du bist dran. Ja. Was soll ich sagen? Das habe ich was falsch gemacht? Nee. Ich gehe in 2. Okay. Mal Ruhe. Mhm. Hauptmann der Urukai. Bedrohlich war das Wichtige, ne? Genau. Und halt, wenn ich Aufmarsch durchführe, kriegt er stattdessen eine mehr als vorher abgesprochen. Angriff, das heißt, der geht auf 3 hoch. Das ist ein Ork, der angreift. Hui! Da kommt wieder so ein Spielstein. Mhm. Okay, den block ich. Dann kriegst du nur 2. Du gehst auf 18 und brauchst nur noch angreifen und hast dann gewonnen. Ich hätte noch den Träger vom Beutelsend gehabt, den finde ich sehr schön. Mhm. Immer wenn der Träger vom Beutelsend angreift, erhält er beim, bis zum Ende des Zuges plus X, wobei X vielleicht die Anzahl der legendären Kreaturen ist. Und ich habe hier ein paar legendäre Kreaturen drin. Eine. Ja, aber schön ist zum Beispiel, der Ring macht auch so eine legendäre. Also eben hatte ich der war legendär, den hast du. Eben hatte ich etliche legendäre Kreaturen drin. Ja, cool. Ich habe mich gegen dich durchgesetzt. Ich bin total von mir begeistert. Dankeschön. Ja. Hatte ich nicht mit gerechnet, Leute. Doch. Also ich hätte doch nicht mehr wirklich viele Antworten gehabt. Aber ja, ich habe wirklich viel, was mit dem Ork auf Mars zu tun hat. Also dieser kleine Typ, der einfach jedem Ork, den er einen Schaden macht, den einfach von der Platte putzt, ist so schlecht nicht. Den hast du zweimal sehr schnell entfernen können, aber der ist schon gemein. So, wir gehen wieder hoch. Ja, unsere Runde ist vorbei. Timer war schon, das heißt, drüben ist auch soweit alles durch. Ich hoffe, ich kriege gleich eine Pause und ihr seht hier 2 neue Gesichter. Bis dann, ciao. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Schönen guten Tag, ich bin schon wieder da. Diesmal durfte ich auf der Moderatorenseite Platz nehmen. Mir gegenüber ist der Steffen. Wir sind jetzt in der dritten Runde unseres heutigen Pre-Release für Herr der Ringe und dürfen uns jetzt im Finale betteln. Ich glaube, wir waren bisher die, die am besten durchgekommen sind. Ich weiß zwar nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber es scheint irgendwie zu klappen. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid und vielleicht sieht man sich ja nächstes Mal zum gemeinsamen Spielen hier. Heute war ganz schön voll und ganz schön warm. Aber gut, das ist was anderes. Übrigens, hier zu sitzen ist schöner. Hier ist viel kühler als drüben. Das stimmt. Gut, wenn wir jetzt gemischt haben, wir haben nicht abgehoben, wir suchen uns jetzt 7 Karten aus und sobald wir wissen, ob wir spielen oder nicht, starte ich den Timer. Wollen wir noch würfeln, wer anfängt? Ah, das wäre eine gute Idee. Mit 2. 2 W6. Höchst hoch. Höchste. Ich wäre mit 6 dabei. Ich habe eine 7. Ich würde anfangen. Würdest du anfangen? Gut, dann ich starte den Timer und dann gucken wir mal. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Gucken wir nochmal. Zack. Mist. Ich würde das halten. Nee. Ich halte das nicht. Nur Länder. Ich meine, gleich habe ich zu wenig Länder, das ist sicher, aber nur Länder ist ein bisschen tricky, ne? Ja, aber auf 6 gehen geht ja noch. Ob es jetzt besser ist. 1, 2. Ne. Ich darf nochmal. Bitter. Boah, das ist bitter, ja. Aber jetzt hatte ich 2 Länder, beide eine Farbe. Also mit 2 Ländern anfangen ist schon schwierig, aber mit 2 Ländern aus einer Farbe anfangen ist ganz doof. Im Zweifelsfall muss ich das erste Spiel mal verloren gehen.
Ja, jetzt sieht es besser aus. Ich kann anfangen. Ah, ich muss erstmal Karten abwerfen. Ah, nur Moment, das. Die kann ich abgeben. Die kann ich abgeben. Dann hoffe ich mal einfach, dass irgendwas anderes besser wird. Dann fange ich mal an. Ich spiele einen Sumpf und dann bist du. Ich spiele eine Ebene und du wärst. Ah, ich muss erstmal eine nehmen. Ganz ohne Karten sollte ich nicht spielen. Ziehe ich eine Karte. Ich spiele eine Insel. Ich tappe für zwei und dann spiele ich die Überlebende aus Pelagrir. Das ist ein Mensch-Gesinde, 1-3. Für Tappen kann ich ein Mana einer beliebigen Farbe erzeugen und das für Hexereien oder Spontanzauber ausgeben. Und für 5 generische und blaues kann ich sie tappen und einen Spieler meiner Wahl mit 3 Karten. Und okay. Dann bist du. So, dann spiele ich für einen Wald und für 2 spiele ich die Pfadfinderin der Wosen, erzeugt ein Mana einer beliebigen Farbe für Teppen und für 7 Mana und Teppen eine andere Kreatur deiner Wahl erhält +3/+3 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Jo. Und du bist dran. Dann tappe ich und ziehe eine Karte. Dann spiele ich ein Mana, tappe für 3 und würde gerne den Schatz beanspruchen. Ich zerstöre die Karte. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Mhm. Der Ring führt dich in Versuchung. Haben wir den Ring? Moment. Ansonsten den belagen eben noch Ringe. Ich habe ihn sonst auch. Was ich hier. Also ich habe noch einen Ring. Im Zweifel habe ich hier. Aber wahrscheinlich hier. Brauchst du einen Ring. Ich habe hier einen Ring. Das heißt, meine Überlebende aus Pelagrir ist jetzt legendär und kann nur von Kreaturen mit größerer Stärke nicht geblockt werden. Und dann würde ich in Combat gehen und mit einem Schaden angreifen. Okay. Und dann bist du. Dann spiele ich mein drittes, würde dann für 3 Mana Arwen, sterbliche Königin. Arwen, sterbliche Königin, kommt mit einer Unzerstörbarkeitsmarke ins Spiel. Mhm. Und für 1 Mana kann ich diese Unzerstörbarkeitsmarke entfernen. Dann erhält eine Kreatur meiner Wahl bis zum Ende des Zuges Unzerstörbarkeit und Lebensverknüpfung und bekommt eine +1/+1 Marke. Und Arwen selber bekommt auch Lebensverknüpfung und eine +1/+1 Marke. Also bis zum Ende des Zuges. Genau. Aber diese. Solange ich, also das ist halt die klassische Arwen-Geschichte, ne, wo sie Aragorn halt ihr unsterbliches Leben geopfert hat. Ne, und das kann sie halt auch. Nur nicht, muss nicht Aragorn sein, um das zu machen. gut, und du bist dran. Dann enttappe ich, ziehe eine Karte. Dann spiele ich ein Land. Darf ich den Ring vielleicht noch hier oben dran legen? Dann kann ich besser sehen, was das so, ja, sonst so ist. Dann würde ich gerne für 3 Mana tappen. Ich spiele eine Wurfmaschine aus Mordor. Das ist ein Verteidiger. Und immer wenn ich mit einem mehr oder mehreren Goblins und oder Orks angreife, erzeuge ich einen 2-1 getappten und angreifenden farblosen Konstrukt-Artefakt-Spielstein mit Flugfähigkeit namens Wurfgeschoss. Und am Ende des Kampfes wird der geopfert. Wie ihr gerade sicherlich gesehen habt, ist mir eben die ganze Zeit schon um die Ohren geflogen, dieser blöde Stein. Aber gut. So, dann würde ich in den Angriff gehen und mit dem 1-3er angreifen. Und ich kann den nicht blocken. Genau. Dann. Und dann würde ich abgeben. Gut. Dann spiele ich noch eine Ebene. Würde dann das ist eine gute Frage, welchen spiele ich? Für 3 Mana spiele ich Glorfindel, furchtloser Retter. Mhm. Immer wenn du Hellsicht anwendest, bestimme eines und Glorfindel, furchtloser Retter, erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Also das sind zwei Varianten. Glorfindel muss in diesem Zug geblockt werden, falls möglich. Glorfindel kann in diesem Zug in jedem Kampf von höchstens einer Kreatur geblockt werden. Mhm. Und dann lohnt sich das nicht anzugreifen, weil du mich sowieso blocken würdest. Und du wärst dran. Enttappe ich, ziehe eine Karte, ich lege ein Land, dann würde ich erstmal angreifen. Mhm, mit dem einen wieder. Genau so ist das. So kann man auch sterben. Dann tappe ich für 5, spiele Saurons Mund,
ist eine legendäre Kreatur. Mensch Berater, 3-4. Und wenn er ins Spiel kommt, mit einem Spieler deiner Wahl 3 Karten. Und dann, wenn der Spieler oder wende ich auf Marsch X an, wobei X gleich der spontan zaubernde Hexereien in deinem Friedhof nimmst. Drei. Das würde ich gerne. In deinem genau. Friedhof. Also nee, deinem in einem Spieler deiner Wahl. Ja, ja, genau. Aber deswegen nimmst du jetzt deinen Friedhof, genau. Damit du die spontan zaubernde Hexereien in deinen Friedhof kriegst. 3. Jetzt habe ich 2 Stück. Einmal Smeargolds Zähmung und einmal den Schatz beanspruchen. Mhm. Das andere ist ein Enchantment. Und dann wende ich auf Marsch 2 an. Und dann würde ich meinen Zug abgeben. Okay. Dann spiele ich einen Wald. Spiele für drei Mana. Galadriels Fiole. Falls du eine Karte ziehen würdest und während du keine falls du eine Karte ziehen würdest, während du keine Karten auf deiner Hand hast, ziehe stattdessen 2 Karten. Falls du Lebenspunkte dazu erhalten würdest, während du 5 oder weniger Lebenspunkte hast, erhältst du stattdessen doppelt so viele Lebenspunkte dazu. Und für Tappen erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Nicht schlecht. Aber passt doch ganz schön. Das ist so diese letzte. Moment, hast du was dagegen, wenn ich das hier nochmal einmal ändere mit dem Tappen? Ja. Weil ich habe nicht drauf geachtet, wie ich tappe. Obwohl, ne, der macht eh beliebige Farbe. Macht jetzt keinen Unterschied. Dann würde ich für ein Mana viele Abschiede. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Erzeuge ein. Nee, weißt du was, das mache ich gar nicht jetzt. Nee, halt, stopp, ist ja Quatsch, mache ich wohl. Erzeuge einen Speisestielstein. Mhm. Ich habe denn ja wieder die Karte. Ich hatte jetzt gerade gedacht, da habe ich keine Karte mehr auf der Hand, aber da ich jetzt den Land nehmen muss, habe ich ja wieder eine Karte auf der Hand. Das hilft mir ja nichts. Gut, ich nehme eine Ebene, die nehme ich auf meiner Hand. Mhm. Und dann darf ich noch einen Speisespielstand erzeugen. Ich glaube, ich habe einen. Ne, ich habe einen. Sonst vergesse ich den. Ich nehme meinen eigenen Zucker schön. Den lege ich hier bei Galadriels Fiole mit bei. So, den nehme ich auf meiner Hand. Der ist weg. Und ich habe jetzt noch 2 Mana. Aber das ist ein Land auf der Hand. Das bringt mich nicht so wirklich weiter. Der Glorfindel, könnte der dich angreifen? Ne, solange Saurons Mund da irgendwie dumm rumliegt, ist das keine so eine gute Idee. Du bist dran. So, dann tappe ich. Ich ziehe eine Karte. Dann würde ich gerne. Muss ich erstmal überlegen. Ich würde gerne mit der Ork-Armee angreifen. Mhm. Und weil ein Ork angreift, kommt ein 2-1 fliegendes Konstrukt. Und macht das zwei Schaden. Hier. Ja, das ist ja eine fliegende Kreatur. Ja, die könntest ja, ich weiß. Aber da ich jetzt momentan, wie ihr seht, nichts zu blocken habe, dann würde ich gerne die Ork-Armee blocken. Ach, die hat ja Unzerstörbarkeit. Genau. Da war was. Ja, dann stirbt die Ork-Armee. Dann kriegst du 2 Schaden. Und am Ende des Zuges wird der geopfert. Dann möchte ich gerne für 2 Mana spiele ich noch hier so eine Vogelscheuche im Auenland. Und dann tappe ich noch ein und opfere den Terrassenhang im Auenland. Wenn ich das opfer, kann ich meine Bibliothek durchsuchen und eine Standardlandkarte ins Spiel bringen. Mach das. Das wird in dem Fall ein Mountain. Der kommt getappt ins Spiel. Und dann würde ich auch abgeben. Okay. Ich spiele meine Ebene, die ich ja gerade überraschenderweise auf die Hand genommen habe. Und für 2 spiele ich den Späher aus Lothlorien. Immer wenn der Späher aus Lothlorien angreift, wende Hellsicht 1 an. Mhm. Und mit der Hellsicht könnte ich dann hier wieder Dinge tun. Ja. Nun, aber so richtig toll irgendwas machen, da fehlen mir momentan die Möglichkeiten. Du bist dran. Dann enttappe ich. Ich ziehe eine Karte. Dann das hier noch Damit kann ich, wenn ich ein Mana, was ich ja noch offen habe, weggebe, ne, dann kann ich halt anderen. Ich wollte nur gucken, ob das geht immer quasi. Ne? Okay, das kann ich jederzeit, solange ich noch Mana habe. Mhm. Dann würde ich gerne. Den kannst du jetzt blocken, meinen Ringträger.
Das ist natürlich ärgerlich. Na gut, ich tapp erstmal 5 Mana und dann würde ich gerne Gandalf der Graue spielen. Ach du Scheiße, der gibt's ist auch. 3-4 und immer wenn du einen Spontanzauber oder Hexerei wirkst, bestimme eines, das noch nicht bestimmt wurde. Du kannst eine bleibende Karte deiner Wahl tappen oder enttappen. Gandalf der Graue fügt jedem Gegner 3 Schadenspunkte zu. Kopiere einen Spontanzauber oder Hexerei deiner Wahl, den du kontrollierst. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Oder lege Gandalf den Grauen oben auf die Bibliothek seines Besitzers. Und dann bin ich schon fertig und gebe ab. Okay, dann spiele ich für 2 Mana den flinken Hobbit. Immer wenn der flinke Hobbit angreift, kannst du eine Speise opfern oder 3 Mana bezahlen. Wenn du dies tust, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Mhm. Das Problem an der ganzen Sache ist... Du bist dran. Enttappe ich. Ich ziehe. Dann möchte ich gerne 1 Mana tappen. Spiel eine Hexerei. Flucht von der Feier. Ziehe eine Karte. Der Ring führt dich in Versuchung. Ziehe eine Karte. Ich gehe hier in Runde 2. Möchte weiterhin. Ich möchte gerne. Doch die Überlebende weiter. Als Ziel lassen. Genau. Und dann möchte ich gerne. Für 1, 2 und 3, also die kann ich ja tappen für Mana, für Spontanzauber oder Hexereien, eine Hexerei spielen. Und zwar Gandalfs Strafe. Gandalfs Strafe fügt einer Kreatur deiner Wahl x Schadenspunkte zu, wobei x gleich der Anzahl an Spontanzauber und oder Hexereien in deinem Friedhof ist. Überschüssiger Schaden wird stattdessen dem Beherrscher der Kreatur zugefügt. Ich würde gerne diese Kreatur targeten, das heißt, die wird 1, 2, 3 Schaden bekommen. Ja, dann sei denn so. Und überschüssiger Schaden ist bei mir. Geht auf dich, genau. Genau. Stippt die. Und dann kann ich noch. Entschuldigung, den Trigger habe ich vergessen. Immer wenn ich einen Hexerei oder Spontanzauber spiele, kann ich eine von den Sachen nutzen. Mhm, ja. Und ich würde gerne jedem Gegner 3 Schadenspunkte zufügen. Hey, der Witzker, da geht es den Bach runter. Und dann bist du. Was soll ich mit dem Mana? Der greift dich an. Ja, dann würde ich den gerne blocken mit Sarons Mund. Mhm. Tappe ich. Ich ziehe eine Karte. Dann würde ich gerne ein Land spielen. Dann tappe ich. Okay, das war glaube ich dick, aber ist egal. Ich gehe erstmal in Combat. Ich greife dich an. Und zwar mit meinem Ringträger und mit den beiden Kreaturen. 3-4, 3-4 und 1-3. Eine Karte ziehen und eine abwerfen, ne? Immer ziehe eine Karte und wirf eine ab. Zieh mal eine Karte und dann werfe ich eine Karte ab. Und zwar Gandalf, Freund des Auenlands. Okay. Also mein flinker Hobbit blockt den Ringträger. Passt irgendwie. Und
Der wirft den Sauer. Mhm. Und drei gehen durch. Oder? Machst du noch, also noch was anderes? Würde ich gerne noch einen Mana tappen und würde Galadriel gerne -2/-2 bis zum Ende des Zuges geben. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Dann mache ich einen Mana und nehme die Unzerstörbarkeitsmarke. Mhm. Dann bekommt sie eine +1/+1 Marke. Mhm. Und erhält Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Ja. Das bedeutet, sie würde, der ja auch hier, ne? Ja. Der würde auch Lebensverknüpfung kriegen. Mhm. Das muss ich mal eben zunehmen. Also du hast jetzt mit 3/4, meiner hat jetzt 3/3, ne? Genau. Das bedeutet, sie würde zerstört werden, weil sie nicht mehr unzerstörbar ist. Genau. Würde aber die 3 Lebenspunkte machen, also die 3, genau. Und der würde auch 3 machen, ne? 2. 2, ja genau, 2. Okay, dann ist sie tot. Würde ich aber, der Gandalf hat ja noch einen Trigger. Ja. Und zwar kann ich jetzt entweder noch eine bleibende Karte meiner Wahl tappen, ich kann einen Spontanzauber oder eine Hexerei kopieren und kann neue Ziele für die Kopie bestimmen. Und ich hätte das eigentlich, ja, quasi auf dem Stack. Nee, ich würde ihm noch -2/-2 einfach geben. Das spielt ja eigentlich keine Rolle, ne? Okay, nee, alles klar. Also das bedeutet, also das heißt, er macht nur die 2 Schaden nicht. Genau, er macht das die 2 Schaden. Das heißt also, der, sie macht die 3. Genau. Da gehen 3 hoch und der, da gehen jetzt 3 runter, halt, ne? Ich, genau. Plus, der hat nur +2 gegeben. Also. Achso, zack. 3 hoch, 3 runter und hier passiert nichts. Genau, da passiert nichts, aber sie ist tot. Genau. Das ist echt schade, weil unzerstörbare Tod. Und dann gebe ich meinen Zug ab. Okay, gucken wir nochmal. Vielleicht kriege ich ja doch noch irgendwas, was mich irgendwie weiterbringt. Ich spiele dafür 4. Celeborn der Weise. Immer wenn du mit einem oder mehreren Elfen angreifst, wenn er Hellsicht 1 an, immer wenn du Hellsicht anwendest, erhält Celeborn der Weise für jede Karte, die du auf diese Weise mit Hellsicht angeschaut hast, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Ich sehe jetzt nicht ganz, wie mich das rettet. Der hat noch nicht getippt, aber. Gut, 1/4. Ich brauche ja noch ein bisschen was zum Blocken. Ja, du bist dran, ich kann nicht viel machen. Dann enttappe ich, ziehe eine Karte. Dann möchte ich gerne 6 Mana tappen. Dann spiele ich Schatten des Feindes. Schicke alle Kreaturen aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil. Du kannst davon Zaubersprüche wirken, solange sie im Exil bleiben und Mana eines beliebigen Types ausgeben, um sie zu wirken. So, muss ich einmal überlegen, ob ich das bei... Ich habe übrigens, ich weiß jetzt, warum ich verliere, weil ich die ganze Zeit Galadriels Fiole ignoriere. Ach, die 2 Karten ziehen, ne? Jo. Das ist natürlich bitter. Das ist hart. Jetzt kann ich die 4 Kreaturen spielen, solange sie im Exil sind. Ja, komm. Dann machen wir es fertig. Ich möchte die nächste Runde spielen. Okay, dann gehen wir ins Zweite. Aber ich habe die vergessen. Bitter. Das ist bitter. Mann, Mann, Mann. Aber das wäre mir drüben nicht passiert. Das ist dann, wenn man jetzt hier sitzt und ein bisschen nervöser ist, ne? So, dann hast du die 1 für den ersten Sieg. Da hat man schon so ein Ding, genau für diesen Moment, und benutzt ihn nicht. Mist. Also es gehört zur Party, wie man es nicht machen sollte. Besser nicht. Damals war auch schon ein schlechter Anfang. Ja, mit 2-mal Mulligan ist halt schon... Ja, dafür habe ich noch relativ lang gehalten. Ja, deswegen habe ich gedacht, da brauchen wir jetzt ja nicht länger quälen. Das war ja klar, wie das endet. Ich gehe mal davon aus, du willst anfangen. Ja, würde ich gerne. Vielleicht klappt es ja diesmal besser damit. Kannst du anfangen? Hm? Kannst du anfangen? Ich kann anfangen. Oder ich versuche es zumindest. Ja, ich halte. Okay. Gut, dann auf zur zweiten Runde.
Ich spiele einen Wald, tappe diesen, spiele viele Abschiede, durchsuche mein Land nach einer Standardlandkarte, zeige sie offen vor und mische danach. Ja. Und kann natürlich eine Speise noch machen. Speise, Speise, Speise. Da ist meine Speise. Alles klar. Zack. Und dann ich? Dann wärst du dran. Ziehe ich eine Karte. Dann spiele ich ein schwarzes Mana und dann gebe ich ab. So, dann spiele ich meine Ebene, die ich gerade so glorreich gezogen habe. Und muss leider auch abgeben. Ziehe ich eine Karte, dann spiele ich ein rotes, tap für 2 und spiele die Erebor Flammschmieden, Kreatur Zwerg Handwerker, 2-1. Und immer wenn ich einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirke, fügt sie jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Und dann bist du. Dann spiele ich eine Ebene. Weinbäuerin. Mhm. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge ich einen Speisespielstand. Alles klar. Dann habe ich jetzt dort 2 von. Und du bist dran. Tapp ich und zieh. Dann spiele ich ein Terrassenhang im Auenland. Und dann würde ich gerne abgeben. So, dann spiele ich eine Ebene. Der Vosen spielen. Ja. Und würde dann mit der Bäuerin angreifen. Dann nehme ich einen Charme und gehe auf 19. Ende deines Zuges würde ich gerne auf das Land opfern und mir ein Standardland aussuchen und gepackte Spielregeln. Ich nehme hier eine Insel. Tappe, ziehe eine Karte, spiele einen Sumpf, dann würde ich gerne 4 Mana tappen und Gandalf, Freund des Auenland, spielen. Legendäre Kreatur, Avatar Zauberer, der hat Aufblitzen und du kannst Hexereien wirken, als ob sie Aufblitzen hätten und immer wenn der Ring dich in Versuchung führt und falls du eine andere Kreatur als Gandalf, Freund des Auenlands, als deinen Ringträger hast, ziehe eine Karte. Mhm. Und dann würde ich gerne noch in Kampf gehen und mit meinem 2-1er angreifen. Und dann bist du. Okay. Dann spiele ich die große Halle der Zitadelle. Mhm. Die hat einen erzeuge ein farbloses Mana oder für 1 Mana und Tappen erzeuge 2 Mana in einer beliebigen Kombination von Farben. Gibt dieses Mana nur aus, um legendäre Zaubersprüche zu wirken. Okay. So, dann würde ich jetzt gerne für 3 Mana den Bauer aus dem Ostviertel spielen. Mhm. Wenn der Bauer aus dem Ostviertel ins Spiel kommt, oh, den muss ich tippen. Erzeuge einen Speisespielstein. Wenn du dies tust, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges +1/+1 für jede Speise, die du kontrollierst. Ne? Also erstmal habe ich hier noch einen Speisespielstein drauf. Ne? Mhm. So, dann würde ich gerne mit dem. Also er bekommt jetzt 3+3/+3, also der stärkste, die stärkste Brandywein-Bäuerin, die jemals jemand gesehen hat. Und greift dich dann an. Dann nehme ich 4 Schaden. Okay. Dann wärst du dran. Dann
enttappe ich. Ich ziehe eine Karte. Dann spiele ich eine Insel. Und dann möchte ich gerne für 5 Mana zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Na, also es kostet entweder Opfer eine Kreatur oder bezahle 4 zusätzliche Mana, um diesen Zauberspruch zu wirken. Und ich bezahle 5. Dadurch stirbt sie. Da ich einen Hexerei- oder Spontanzauber gewirkt habe, kriegst du einen Schaden durch die Erebor Flammschmieden. Und dann würde ich in den Kampf gehen und gerne mit den beiden angreifen. Mhm. Dann habe ich für 2 den Stich des Hobbits. Würde damit ihm Schadenspunkte gleich der Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst, plus der Anzahl an Speisen, die ich kontrolliere. Okay. Das wären also dann 5. 5. Ne? Alles klar. 5 wären das. Und dann würde ich diese komische Schmiede. Diese komische Schmiede. Die würde ich nicht blocken. Alles klar. Dann gehen 2 Schaden durch und wir sind beide auf 15. Dann gebe ich ab. Des Nordens, wenn die Adler... ich habe sie nur mitgerechnet, nicht mitgedacht. Die Adler des Nordens fliegen, wenn die Adler des Nordens ins Spiel kommen, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, plus 1, plus 0 am Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Das heißt also, meine Terror-Brandywein-Bäuerin greift dich an. Für 2. Ne? Für 2. Dann gehe ich auf 13. Und du bist dran. Dann enttappe ich, ziehe eine Karte, dann spiele ich ein Land. Ich tappe 4 Mana und dann spiele ich Isildurs Schicksalhafter Hieb. Legendärer Spontanzauber. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Falls ihr Beherrscher mehr als 4 Karten auf der Hand hat, schickt er so viele Karten aus seiner Hand Exil, bis wie die Differenz beträgt. Das ist, glaube ich, nur 2. Aber mein schöner Adler ist weg. Dann würde ich gerne noch in Kampf gehen und für 2 angreifen. Und dann bist du. Das ist aber schade. Gucken wir nochmal, was ich so. Zwerghandwerke. Okay, ich würde für 2 Mana spiele ich den Reiter der Ostmark, Wachsamkeit. Immer wenn der Reiter der Ostmark einem Goblin oder Ork Schaden zufügt, zerstöre jene Kreatur. Und für 3 Mana spiele ich Galadriels Fiole. Die hatten wir ja gerade schon mal. Ich hoffe bloß, dass ich diesmal dran denke, 2 Karten zu ziehen. Und dann greifen die beiden dich an. Okay, dann gehe ich auf 11. Und du bist dran. Enttappe ich, ziehe eine Karte. Dann spiele ich mein Land für den Zug. Ich tappe für 4. Spiel Gollums Folterung. Ein Gegner deiner Wahl zeigt seine Hand offen vor. Du bist dafür eine Nicht-Landkarte. Der Spieler wirft die bestimmte Karte ab. Okay. Und dann mache ich noch Aufmarsch 2 Orks. Das ist der Dings. Das ist der Aufmarsch 2 oder noch? Okay. Aufmarsch 2. Ja, dann geht die in den Friedhof. Dann würde ich gerne noch 3 tappen. Und dann spiele ich noch Gandalfs Strafe auf den 2-2er mit Wachsamkeit. Gandalfs Strafe fügt einer Kreatur deiner Wahl x Schadenspunkte zu, wobei x gleich der Anzahl an Hexereien und Spontanzauber sind. Ich habe 3. Das heißt, die kriegt 2 Schaden und dann der Excess Damage, also der überschüssige Schaden, geht noch an dich. Das ist, was war das? Einer. Einer, genau. Und dann kriegst du noch, achso, Entschuldigung, ich habe sogar noch den von der Folterung vergessen. Du kriegst dadurch einen Schaden und durch die Gandalfs Strafe. Also noch 2. Durch die, genau. Und dann würde ich in den Kampf gehen und mit der 2-1 angreifen. Ach, scheiße. Und dann würde ich meinen Zug. Diesmal darf ich 2 Karten ziehen. Ich spiele für ein
ich bin das ein Weißes, spiele ich den Speer aus Lothlorien. Immer wenn der Speer aus Lothlorien angreift, wird eine Hellsicht 1 an. Ja. Tappe ich. Ich ziehe eine Karte. Dann tappe ich für 7. Ich spiele mal den Balrog Durins Fluch. Das hört sich nicht gut an. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede bleibende Karte, die in diesem Zug geopfert wurde, ein weniger. Habe ich jetzt nicht, aber ich habe 7 Mana. Der hat Eile und er kann... Fliegend auch noch oder was? Nee, das hat er nicht, aber er kann nur von nicht... nur von legendären Kreaturen geblockt werden. Habe ich nicht. Und wenn er stirbt, dann zerstöre ich ein Artefakt oder eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert. Und dann würde ich gerne mit dem 7-5er angreifen. Mit dem 7-5er würdest du angreifen. Und macht der noch was, wenn er angreift? Also das bleibt sonst jetzt passiert nicht. Also es ist einfach ein 7-5er. Das ist ganz gut. Nein, nicht ganz so. Und dann würde ich abgehen. Gut, dann bevor du jetzt fertig bist, tappe ich 4 Mana, opfere 2 Speisen und mache mir... kriegst 3 Leben, also kriegst du 6 Leben und 3 Leben, richtig? Genau, 6 und 3, 9. Ja. Ein bisschen, so darf jetzt 2 Karten ziehen. Mhm. Hoffe auf irgendetwas. Hellsicht anwende, bestimme 1, Glorfindel, furchtloser Retter, hält +1/+1 bis zum Ende des Zuges und Glorfindel muss in diesem Zug geblockt werden, falls möglich. Glorfindel kann in diesem Zug in jedem Kampf von höchstens einer Kreatur geblockt werden. Ja. Mhm. Gut, dann... legendäre Kreatur. Aber vier, eins, zwei, drei, vier. Spiele ich den Träger in Beutelsend. Immer wenn der Träger in Beutelsend angreift, erhält er bis zum Ende des Zuges +X/+X, wobei X gleich die Anzahl an legendären Kreaturen ist, die ich kontrolliere. Mhm. Jo. Du bist dran. Dann tappe ich. Ich ziehe. Dann tappe ich 3, spiele Morias Heere, ich erzeuge einen Schatzspielstein, nehme einfach mal den hier, und dann wende ich Aufmarsch 2 an, das heißt, der geht hier auf 4 hoch, und du kriegst noch einen Schaden durch die Erebor Flammschmieden, dann würde ich in den Kampf gehen und einmal mit der AB und mit dem Balrog angreifen. Okay, der Balrog, den um. Den blocke ich hiermit. Mhm. Aber ich kann ihn nur mit dem blocken. Hm? Ja. Und die Armee blocke ich mit dem Zwerg. Okay, dann gehen die beide und die Armee. Und dann gebe ich ab. Uah. Tja, was soll ich machen? Irgendwas noch vergessen, was ich noch Tolles machen kann? Nee, nichts, was ich Tolles machen kann. Vergessen. Und gleich kann ich noch eine Karte ziehen. Dritt.
locken kann ich. Dann kann ich den. Ich, den kann ich gleich sowieso nicht locken. Okay. Dann kriege ich. Moment. Ja, genau. 1, 3, 4, 5. Aber er triggert noch, glaube ich, oder? Genau. Immer wenn. Nee, ich habe ja keine Hellsicht. Ah, okay. Aber der hat. Nee, wenn ich Hellsicht anwende, +1/+1, habe ich keine Hellsicht. Ne? Okay. Gut, dann möchte ich jetzt gerne für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ihm hier 3+3 Trampelschaden geben. Okay, das wird dann 6. Ne, der hat nicht angegriffen. Achso, der, alles genau. Wenn das 6, 7, genau. Richtig, ja. Dann nehme ich 7. Genau. Okay? Ja, so ist es. Und ich bin jetzt eh tot. Tappe ich und ziehe. Ah ne, 9. Du kannst mich ja mit den beiden angreifen. Ich tappe tot. Ich und spiele Flucht vor der Feier. Dann ziehe ich eine Karte und der Ring klemmt mich. Dann kriegst du einen Schaden durch spontan Zauberdexerei. Ja. Dann mache ich sie hier zum Ringträger in Runde 1. Dann möchte ich gerne noch ich kurz überlegen. Für 2. Achso, du hast keinen Mana mehr offen, ne? Nee. Dann kann ich. 1 habe ich noch offen. Dann gehe ich in Combat und greife dich an. Gutes Spiel. Lässt sich. Was ziehst du denn wieder für mich? Ich habe gedacht, du machst dir da noch Leben und dann. Ja, aber ich hatte auch keins mehr offen. Das war nix. Ne, war jetzt nicht das Ding, was ich brauchte. Ne, hat jetzt diese Runde nicht gut gelaufen. Aber gut, so ist das halt. Dann hast du auf jeden Fall klar gewonnen. Ging auf jeden Fall schneller. Die ersten Runden, die hatte ich, waren alles etwas zäh. Diesmal ging es schnell. Gut, ja, dann kann ich nur beglückwünschen. Ich glaube, ich habe hier so ein, irgendwie so einen Oben-Rechts-Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Danke euch fürs Zusehen und hoffe, man sieht sich bald wieder. Ich hoffe, dass ich dann wieder an der Seite sitze, anstatt an dieser hier. Und wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass ihr auch alle Magic Herr der Ringe spielt. Schönen Abend noch. Tschüss.